Hallo Klaus, willkommen hier zu unserem Jahresrückblick 2020 und Ausblick 2021. Hallo Sandro, grüß dich. Schön, dich hier zu haben. Wir legen gleich los. Zuerst noch ein paar Hinweise zum Channel. Ihr könnt diesen Kanal abonnieren, dann bekommt ihr Benachrichtigungen automatisch über alle neuen Videos. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr wirklich über alle Videos benachrichtigt werdet. Und wenn ihr wissen wollt, was so auf der Website passiert oder welche neuen Videos es gibt, dann könnt ihr uns auf Twitter folgen oder auf Facebook. Wenn ihr einen Fall habt, über den wir berichten sollen auf Freifam, dann schreibt uns an info@freifam.de. Und last but not least, du kannst auch spenden für Freifam. Jeden Cent deiner Spende werden wir verwenden, um unsere neuesten Artikel auf Facebook oder Twitter zu bewerben. So ermöglichst du uns, die Reichweite von Freifam zu erhöhen. Okay, Klaus, du hast dir Gedanken gemacht zum Jahresrückblick und zum Ausblick. Was würdest du gern diskutieren heute? Ja, ich würde mit dir gerne mal diskutieren, was war in den letzten 12 Monaten, was hat sich da alles getan aus deiner Sicht? Und Schwerpunkte dabei wären auf der einen Seite erstmal die allgemeinen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, auf der einen Seite, ehe wir dann hinterher in die Fälle reingehen, die du kennst, auch deinen Fall natürlich, aber auch an viele andere Fälle letztendlich, um dann schließlich zu einem Punkt zu kommen, ja, was ist der Ausblick für 2021, 2022? Ja, das finde ich eine gute Idee. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, was ist gesellschaftlich, sozial geschehen in 2020 und wo steht da Freifam, was macht Freifam und was sind die Ziele von Freifam fürs kommende Jahr? Ja, also was ist aus deiner Sicht der Jahresrückblick 2020? In vielen Jahresrückblicken wird es ja typischerweise um das Thema Corona gehen. Ich denke, für uns ist das Thema Corona jetzt nicht so das große Thema gewesen, sondern was ist aus deiner Sicht, was die Kinderrechte, die Rechte von Eltern auf gemeinsame Betreuung der Kinder angeht? Was waren da für dich die Höhepunkte des Jahres 2020? Also ganz klar, auch für Freifam war im September die Veröffentlichung des Kabinettsentwurfs von der Frau Lambrecht vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Der wurde uns ja quasi direkt aus dem Kabinett zugespielt für die Veröffentlichung. Und das war ein Highlight, ja, aus meiner Sicht als Chefredakteur, weil da war klar, wir sind in der Hauptstadt angekommen, sozusagen. Also Freifam ist da nicht mehr wegzudenken aus der Familienpolitik. Und so im Überblick, ja, dieser Gesetzesentwurf von der Frau Lambrecht war insofern wichtig, weil ich denke, er war ein Fiasko für die ganzen Lobbyisten, wie der Väteraufbruch für Kinder, der ISUF, aber auch neue Lobbygruppen wie Papa, Mama auch, die ja zuvor nicht bei der Lambrecht, aber zuvor bei der Frau Giffey ja eingeladen waren zu einem Gespräch. Und Giffey, Lambrecht sind ja beides SPD-Politikerinnen in der Regierung. Und wenn dann die Frau Lambrecht das völlig missachtet, was da so Lobbygruppen bringen bei der Frau Giffey, dann weiß man, dass da kein Stich zu machen ist. Und die Frau Giffey hat ja auch dann, ich glaube im November, ich weiß gar nicht, wann es genau war, ja auch ihren Entwurf für die Reform des SGB VIII auch dann an die Gruppen zur Diskussion dann gegeben. Und ja, insgesamt, denke ich, hat sich gezeigt, durch das, was von Frau Lambrecht kam, im Zusammenhang mit der Einladung von der Frau Giffey, dass es diese Lobbygruppen überhaupt keine Wirkung haben in der Politik, dass die, wie der Väteraufbruch, seit 30 Jahren nichts erreichen. Und ich denke, dass diese Schiene, Einfluss zu nehmen auf die Politik, um endlich
Kinderrechte, ja, vor allem das Recht auf beide Eltern zu verankern. In Deutschland verankert ist es ja eigentlich schon, ja, dass es aber auch beherzigt wird von Jugendämtern und Familienrichtern. Also dieses Ansehen dieser Lobbygruppen, damit sind die total gescheitert. Ich denke, die sind tot, im Grunde sind die tot. Also diese Art der Beeinflussung von Politik funktioniert nicht, zumindest nicht im familienrechtlichen Bereich. Das sehe ich auch so. Ich denke einfach, es hat auch mit der Interessenlage der einzelnen Parteien zu tun. Solange sich derart große Mehrheiten einig sind, vom Ziel her, nicht sozusagen von der Begründung her, wird sich da auf dieser Basis nichts ändern. Ich denke auch. Gut, das war jetzt sozusagen der Höhepunkt, schon fast im negativen Sinn, nämlich es wird alles so bleiben, wie es ist. Lass uns doch mal ganz kurz auch in das Thema der Rechtsprechung reingehen. Das ist ja ein Thema, was dich auch sehr beschäftigt an verschiedensten Stellen. Was war da für dich das Wichtigste im Jahr 2020? Also es gab ja im Ende des Jahres 2019, im November, gab es ja diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs über einen Vater, der mit seinen Kindern über das Wechselmodell geredet hat. Genau, da ging es auch wieder um das Thema Kindeswille rauf und runter. Genau, und das ist ja nicht mein Fall, das war ein anderer Fall aus der Nähe von Frankfurt. Und ich habe dann persönlichen Kontakt gehabt zu dem Vater schon vor diesem BGH-Beschluss. Und dieser BGH-Beschluss wurde im November, Ende November 2019 gefasst. Und im Januar 2020 ist dann der älteste Sohn, ja, nach 6 Jahren Kampf, damit die Kinder beim Vater leben können, ja, zur Hälfte, wie es die Kinder wollten, ist dann im Januar 2020 der älteste Sohn zum Vater gegangen. Und einen Monat später kamen die anderen 2 Kinder. Und alle 3 Kinder leben mittlerweile beim Vater. Ich kenne die Kinder, wir haben uns schon öfter getroffen. Es ist hanebüchen, was da geschehen ist. Und ich glaube, vielen ist nicht klar, dass der Bundesgerichtshof mit diesem Beschluss schon zum 2. Mal die Rechtsbeugung von Kinderrechten legalisiert hat. Das erste Mal war bei deinem Beschluss, Klaus, ja, zum Wechselmodell, ja. Da hieß es zwar ganz grundrechtskonform, dass natürlich das Wechselmodell auch gegen einen unwilligen Elternteil angeordnet werden kann. Hurra, ja, welche Einsicht des Bundesgerichtshofs. Gleichzeitig wurde dann aber gesagt, ja, aber wenn die Eltern sich uneinig sind darüber, wo die Kinder leben sollen, dann kann man das Wechselmodell nicht zur Befriedung einsetzen. Und das ist die Rechtsbeugung von Kinderrechten, weil die Kinder haben das Recht auf beide Eltern. Und wenn dann ein Elternteil sagt, nö, ich will meinen Kindern dieses Recht nicht geben, dann sagt der BGH, gut, ja, dann kriegen sie es auch nicht, weil ein Elternteil ist ja dagegen. Ja. Damit beugen die Kinderrechte. Und dasselbe in einer anderen Variante bei diesem Beschluss vom November 2019, deiner war ja im Februar 2017, im November 2019 werden Kinderrechte gebeugt, und so hat man es auch in meinem Fall gemacht. Man sagt, wenn der Vater die Kinder über ihr Recht aufklärt, bei beiden Eltern zu leben, sprich, wenn er mit ihnen über das Wechselmodell redet, weil es ja dasselbe ist, ja, das Recht der Kinder auf beide Eltern, dann können wir den Kindern das Wechselmodell nicht geben. Das heißt, ein Elternteil klärt seine Kinder über ihr Recht auf, bei beiden Eltern leben zu dürfen, dann sagt der BGH, dann dürfen die Kinder nicht bei beiden Eltern leben. Das ist schlichtweg Rechtsbeugung von oberster Stelle. Ja. Das heißt also, der BGH hat entschieden, die Kinder haben festgestellt, die Rechtsprechung wird uns nicht helfen und haben dann mit den Füßen abgestimmt. Richtig. Und es war ja auch der Professor Heilmann vom OLG Frankfurt, ja, der da Vorsitzender Richter ist, war ja am OLG beteiligt an dieser Entscheidung. Und der BGH hat ja diese Entscheidung abgesichert. Und damit hat auch dieser Herr Heilmann aus meiner Sicht Rechtsbeugung von Kinderrechten begangen, weil er ja derjenige war mit seinen 2 anderen Kollegen im Senat, der gesagt hat, ja, also wenn hier jemand seine Kinder über Recht aufklärt, bei beiden Eltern leben zu dürfen, geben wir den Kindern genau dieses Recht nicht.
Und dieser Herr Heilmann saß ja auch in dieser Expertenkommission drin, die ja die Frau Lambrecht dann beraten hat, oder ja, war es eine Beratung? Die haben ja Empfehlungen ausgesprochen, ja. Und dieser Kinderrechtebeuger, ja, dieser Professor Heilmann, selbst das, was der noch empfohlen hat, und man kann ja wirklich nicht sagen, dass er sich für Kinderrechte einsetzt, ja, das. Im Grunde war diese Expertengruppe so ein Minimalkonsens, aber selbst da war drin, ja, dass Väter automatisch das Sorgerecht haben sollen, ledige Väter. Selbst dieses hat die Frau Lambrecht dann nicht berücksichtigt in ihrem Gesetzesentwurf. Das sagt uns schon mal, wie schlecht für Kinder, ja, dieser Gesetzesentwurf überhaupt ist, wenn selbst eine Expertenkommission, in der jemand, der Kinderrechte beugt, wie der Professor Heilmann drin sitzt, und dann die Justizministerin, Bundesjustizministerium, noch weniger macht, als dann so jemand in der Expertenkommission auch quasi mit unterschreibt, dann steht es wirklich ganz, ganz schlecht um Kinderrechte in Deutschland. Und wie gesagt, der Bundesgerichtshof steckt das selber mit drin und legalisiert diese Art der Rechtsbeugung im November 2019 schon zum zweiten Mal. Und dann haben die Kinder mit den Füßen abgestimmt, sprichwörtlich sind selber zum Vater gelaufen und leben fortan bei ihm. Von der Politik hat man ja auch noch die Erwartung, dass die sogenannte Petra-Studie irgendwann nochmal fertiggestellt wird. Also die scheint fertig zu sein, aber irgendwie wird sie nicht veröffentlicht. Was ist da dein Informationsstand? Also ich habe interne Informationen, dass es in der Petra-Studie ein Kapitel gibt, das für die Familiengerichte desaströs wäre, wenn es an die Öffentlichkeit käme, weil es ein eindeutiges Ergebnis zeigt, das durch statistische Auswertungen zustande kam. Dieses Kapitel, ich möchte jetzt hier noch nicht sagen, was es da genau geht, weil das sind Informationen, die ich bekommen habe, die ich leider noch nicht belegen kann. Ja? Ich habe es nicht schwarz auf weiß vor mir liegen, aber da arbeiten wir dran, dass wir auch diese Informationen nachweislich bekommen. Auf jeden Fall, dieses Kapitel wird zurückgehalten und jetzt wurde die Frau Walper ja damit beauftragt, diese Studie fertig zu machen. Und die Frau Walper ist ja zufällig auch die, ich würde sagen, Pseudowissenschaftlerin, weil auf internationalen Konferenzen wurde sie heftig angegriffen für ihre schlechte wissenschaftliche Arbeit. Diese pseudowissenschaftliche Frau Walper macht nun also eine Studie fertig. Und die Frau Walper wird auch in deinem BGH-Beschluss, Klaus, zitiert, wie du weißt. Und überall, wo es steht, das Wechselmodell geht aber nicht, weil, ja, zum Beispiel, weil wenn die Eltern strittig sind, dann kann das nicht zur Befriedigung des Elternkonflikts genommen werden. Da bezieht sich der BGH immer auf die Frau Walper. Also was wollen wir denn erwarten von einer Studie, die von der Frau Walper jetzt noch fertig gemacht wird? Da kommt natürlich genau dasselbe raus, im Endeffekt Rechtsbeugung von Kinderrechten. Die Frau Walper wird eine Studie präsentieren, die im Grunde alles bestätigt, worüber sich das SPD-geführte Frauenministerium, es hat ja im Namen die Männer nicht drin, also es ist auch kein Männerministerium, das Frauenministerium der Frau Giffey sich freut und auch die Frau Lambrecht. Die ganzen Lobbygruppen dahinter, vor allem die SGB-8-Wirtschaft, die von der SPD ganz stark gefüttert wird, die freut sich darüber, dass die Frau Walper jetzt diese Studie so verdrehen wird und so auseinanderpflücken wird, dass am Schluss genau das rauskommt, was wir haben, nämlich den Status quo. Und wenn es da auch eine Expertengruppe gegeben hätte, ja, dann wären wir auch wieder unter der Erwartung dieser Expertengruppe geblieben. Okay. Jo. Medial. Wie ist dein Eindruck? Richtige Höhepunkte hat es eigentlich nicht gegeben, mit der einen Ausnahme des Fernsehfilms »Weil du mir gehörst«. Ansonsten
habe ich jetzt eigentlich so nicht gesehen, dass hier noch große Themen Wellen geschlagen haben. Da gingen allerdings die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Lagern doch relativ hoch her. Und es gab auch eine Reihe von sehr, ich würde sagen, intelligenten Diskursen zu diesem Thema. Was ist da deine Einschätzung zur Fernsehsendung, weil du mir gehörst? Ja, also dieses Fernsehspiel, weil du mir gehörst, ist ein extrem guter Film über Eltern-Kind-Entfremdung. Und dieser Film ist so gut, dass ich ihn mir bisher noch kein einziges Mal komplett am Stück anschauen konnte. Also ich habe es immer wieder versucht, ich musste es immer in Happen sozusagen verdauen, weil ich es ja selber erlebt mit meinen Kindern, Ja, wie es ist solche. aufwühlend und kostet unendlich Energie und Kraft. Ja. Man durchlebt hier gewisse Phasen des Trennungsgeschehens immer wieder. Ich habe es auch auf mehrere Etappen ein paar Mal angesehen. Ja, also es ist ein sehr realistischer, sehr schlimmer Film, der diese psychische Kindesmisshandlung sehr gut zeigt, die hinter der Eltern-Kind-Entfremdung steckt. Und da ein großes Lob an den SWR, der hat es sehr gut gemacht. Und der Film hat ja zwei Preise gewonnen. Jetzt der zweite war jetzt von Dreisat, Filmfest, Spiele, irgendwie sowas. Da hat der Film den Publikumspreis bekommen, was da wirklich erschreckend und auch wirklich ekelerregend und abscheulich war, war, dass da diese Schauspielerin, die, ich weiß nicht, wie sie heißt, Gesine irgendwas, die hat da gleich am Anfang der, ja, die sitzt, saß da in der Jury, gleich am Anfang der Jury. Kritik hat die das sofort mit Femizid angefangen, ja, dass ja, oh, da in dem Film wird die Mutter so böse Ach so, dargestellt und die würde ja das Kind da mit psychischer Gewalt aussetzen. Aber man müsste doch auch fragen, ja, warum eine Frau so agiert. Vielleicht ja, Femizid, es werden Frauen getötet in Deutschland. Natürlich ist es schlimm, wenn ein Mensch getötet wird, ist ja keine Frage. Aber im Moment, hier geht es um das Thema Eltern-Kind-Entfremdung. Man kann nicht immer gleich mit dem größten anzunehmenden Unglück kommen und es dann dagegen stellen. Ja, man muss sich mit dem Thema Eltern-Kind-Entfremdung auseinandersetzen. Also wir haben auch frei von mir auch darauf berichtet. Da kann man mal schauen. Mir fällt jetzt der Name der Schauspielerin nicht ein. Ich bin Ja, froh, dass ich du, ihn. ich erinnere mich, da gab es Ja. hier einen entsprechenden Beitrag, den du hier auf Freifam veröffentlicht hast dazu. Genau, also ich glaube, mein Gehirn ist so gestrickt, dass es die Namen von Kinderrechteschänderinnen irgendwie automatisch gleich vergisst und verdrängt. Und dann muss ich selber immer nachschlagen, wenn ich darüber berichte. Ja, Also. ich glaube, du solltest dir das sparen. Also diese Energie brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht vergeuden, ist es nicht wert. Ja, aber auch die Jo. Leute, die ich als Kinderrechteschänder bezeichne, sollen wissen, dass ich ihre Namen immer gleich vergesse, auch wenn ich sie öffentlich nenne. Ja. So wichtig sind die nicht. Und. Es ist ja auch so in der Geschichte, man erinnert sich an die Menschen, die die Menschheit vorangebracht haben. Die Kinderrechteschänder, die wird jeder vergessen im Lauf der Geschichte. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall war es genau deshalb, weil diese Schauspielerin sich das so unmöglich verhalten hat, als Kinderrechteschänderin sich verhalten hat, muss ich sagen, war es umso schöner, dass der Film den Publikumspreis bekommen hat. Und das zeigt doch, und es macht mir auch Hoffnung, dass die Gesellschaft viel weiter ist als die Politik, viel weiter als Ideologinnen wie diese Schauspielerin, die da gleich mit der Keule kommen, gleich ideologisch argumentieren und ach, die armen Frauen, was ist mit den Kindern, wird nicht gefragt. Aber die Gesellschaft ist da viel weiter, gibt so einem Film den Publikumspreis und das macht mir Hoffnung. Also der Kampf gegen das Unrecht, gegen die Rechtsbeugung von Kinderrechten am BGH durch das Ministerium der Frau Giffey und der Frau Lambrecht, solche Richter wie der Professor Heilmann, die in einer Expertenkommission sitzen, wo sie gar nicht sitzen dürften, weil sie Kinderrechte beugen. Die Gesellschaft ist viel weiter. Und wenn wir das in die Gesellschaft weiter reinbringen, das Thema, kann sich, glaube ich, viel tun. Jo, sehe ich auch so.
Das war jetzt so dieser Bereich, was hat sich in der Rechtsprechung, in der Gesellschaft, in den Medien getan. In einen Block würde ich jetzt gerne abschließen. Dann geht es darum zu sagen, okay, was hat sich auf Freifarm innerhalb der letzten 12 Monate getan? Ich blicke auf eine sehr, sehr große Anzahl von Artikeln zurück, wo ich mir im Rückblick sage, wow, diese Menge an Artikeln sind Teil von 12 Monaten. Das ist natürlich schon eine enorme Größenordnung und eine ordentliche Energieleistung von dir. Wie hast du denn diese 12 Monate Freifarm erlebt? Naja, im Januar bin ich ja diesen mutigen Schritt gegangen und habe die Namen veröffentlicht von den Jugendamtssachbearbeiterinnen, von Richtern, auch den Landrat Helmut Heiner Scheffold direkt mit Name angegriffen, öffentlich. Es war ein mutiger Schritt, weil ich habe mir vorher immer gedacht, hey, ich berichte darüber, aber ich lasse mal den Leuten die Möglichkeit, das Ganze zu berichtigen, ohne dass ihr Name in der Öffentlichkeit steht. Das hat nicht funktioniert. Ja. Im Oktober 2019 hat das Jugendamt derart massiv gelogen vor dem Familiengericht und behauptet, ich würde die älteste Tochter, die ja zu mir geflohen ist, vor der psychischen Gewalt bei der Mutter, das Jugendamt hat behauptet, ich würde diese älteste Tochter schädigen, indem ich mit ihr über das Wechselmodell rede. Da war klar, also mit dem Jugendamt, da wird kein Umdenken stattfinden. Ja. Dann habe ich noch versucht, so November, Dezember mit der Ex-Frau eine gütliche Einigung zu erreichen. Das hat auch nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Und dann war für mich klar, okay, entweder macht das Jugendamt mich fertig im Familiengericht oder ich mache einfach alles öffentlich, nenne die Namen und versuche die Leute so, wenn ich zur Vernunft zu bringen, dann doch vorsichtig werden zu lassen. Und das war der eine Strang, ja, also massiv in die Öffentlichkeit zu gehen. Zu dem anderen Strang komme ich gleich, das war dann das Gerichtliche. Aber genau dieser erste Strang hat zu dieser Vielzahl an Artikeln und auch YouTube-Videos geführt. Am 19.01. war das erste Video, wo ich die Jugendamtsmitarbeiterin Helen Müller genannt habe und gesagt habe, dass die lügt, um das Wechselmodell zu verhindern. Ganz kurz, hat dich irgendwann im Laufe der Zeit jemand aufgefordert, die Sache zu unterlassen? Nein, ich habe im Laufe dieses Jahres, ich glaube, 2 Unterlassungsaufforderungen von Rechtsanwälten bekommen. Es ging beides Mal um Verfahrensbeiständinnen und das hat sich jedes Mal erledigt, nachdem ich da zurückgeschrieben habe. Es ist ja auch klar, keiner hat das Recht auf Anonymität in unserer Demokratie. Wenn jemand einen Fehler macht, dann kannst du das öffentlich sagen. Wenn die Fehler, die du benennst, der Wahrheit entsprechen, kann niemand dagegen vorgehen. Und deshalb stehen auch alle Artikel und Videos von Freifarm weiterhin online, weil keiner eine Unterlassungsklage dagegen erwirken wollte und auch da keine Chance hat, weil wir ja die Wahrheit berichten, beziehungsweise dann halt auch die Meinung zu dieser Wahrheit kundtun. Das ist in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat durchaus nach wie vor erlaubt. Okay. Jo, okay, das war jetzt so dieser mediale Bereich, da hast du dich sukzessive an sämtlichen Mitarbeitern des Jugendamtes einmal abgearbeitet, hast du auch den Herrn Landrat Scheffold mal dargestellt, an welcher Stelle ihn Verantwortung trifft. Er ist ja auch der erste Landrat, der als Kinderrechte-Schänder bezeichnet wurde. Soweit ich das mitbekommen habe, hast du auch hier an der Stelle, ich sage jetzt mal,
die staatsanwaltschaftliche Absolution, dass man den Mann auch wirklich so bezeichnen darf. Ja, also der Herr Scheffold und auch der Regierungspräsident in genau, Regierungspräsident hat sich immer so hochgestochen an. Der Präsident des wie heißt Regierungspräsidiums in Tübingen, ne? Habe jetzt seinen Namen vergessen, wieder so ein Kinderrätischänder, dessen Namen ich vergessen habe. Ja. Auf jeden Fall irgendwas mit T. Die beiden haben eine Anzeige gegen mich gebracht bei der Staatsanwaltschaft, ziemlich allgemein formuliert. Ja, ich würde hier Rufschädigung, Beleidigung, sonst was so in der Art betreiben. Und dann hat die Staatsanwaltschaft emsig ermittelt, so wie man es halt pflichtschuldig macht, wenn solche Honoren, Politiker da die Staatsanwaltschaft anschalten, vielleicht auch ein bisschen anstacheln. Und dann kam am Schluss raus, oh, nee, ist nichts. Ja. Und das heißt, ich darf den Herrn Scheffold einen Kinderrechteschänder nennen. Ich habe auch gerade den Präsident des Regierungspräsidiums einen Kinderrechteschänder genannt. Das kam auch auf Freifarm schon. Und ja, ich meine, was macht das Ganze für einen Sinn? Ja? Klar, den Leuten gefällt es nicht. Wer will schon Kinderrechteschänder genannt werden? Die Politiker wollen ja eine weiße Weste haben. Sie sind aber genau diejenigen, die die Kinderrechte schänden lassen. Der Herr Scheffold hat von mir über 50 Dienstaufsichtsbeschwerden bekommen. Alles ist minutiös dokumentiert, was ein Jugendamt falsch gemacht hat. Und nach 2 Jahren sagt er immer noch, seine Mitarbeiter würden gesetzeskonform, ja, und fachlich korrekt arbeiten. Das ist ein Witz. Ja. Also er ist und bleibt ein Kinderrechteschänder, solange sich da nichts verändert. Und der ganze Sinn der Sache ist, ich habe ja durch die Berichterstattung auch ausgetestet, was kann man wie sagen, damit diese Politiker herauskommen und Stellung beziehen. Und sei es auch durch eine Anzeige, wie es passiert ist. Das ist natürlich eine Riesenpeinigkeit für den Herrn Scheffel, dass er ein Kinderrechteschänder genannt werden darf. Und diese Tests waren für mich wichtig, weil dadurch konnte ich auch anderen Leuten einen Weg aufzeigen, wie sie über ihren Fall berichten können, ohne dass sie mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Ob sie dann trotzdem noch mit Amtsinhabern in Konflikt kommen, ist eine andere Sache. Ja? Also klar werden die dich versuchen anzuzeigen und dir dein Leben schwer zu machen. Ja? Aber ich glaube, ich habe da teilweise ganz hart an der Grenze der Meinungsfreiheit gearbeitet und es war okay. Ja, und es war mir auch klar, es ist okay. Für die, die es nicht wissen, ich habe 4 Jahre als freier Journalist gearbeitet und ich bin jetzt schon über 13, 14 Jahre im internationalen Marketing tätig. Ich weiß, wie man kommuniziert. Ich kenne die Gesetze von bis zur DSGVO. Ja, ich weiß genau, was man machen darf und was nicht. Und ich habe ja Richter genauso angegriffen wie auch die Politiker. Und da scheint der Staat ein bisschen weniger Toleranz zu zeigen. Ja, also ich sage mal, das, was beim Landrat noch okay war, war jetzt bei dem Richter Dr. Markus Bühler nicht okay und bei dem stellvertretenden Direktor im Amtsgericht Ulm, dem Herrn Lohmann, war es anscheinend auch nicht okay. Da hat jetzt die Staatsanwaltschaft gesagt, na, das ist eine Beleidigung und hat jetzt eine Anklage erhoben und da wurde auch ein Strafverfahren eingeleitet. Und da wird ja am 8. Februar wird dann gegen mich wegen Beleidigung hier am Amtsgericht Ehingen ein Strafprozess stattfinden. Da können wir vielleicht auch nachher noch im Detail eingehen. Aber ich denke, du solltest an dieser Stelle, soweit ich jetzt informiert bin, keine falschen Informationen verbreiten, mein Lieber. Was habe ich gemacht an falschen Informationen? Was habe ich gesagt? 8. Februar ist kein Strafrecht. Ach stimmt, ja, richtig. 8. Februar, da wird das Haus versteigert, genau. Danke. 17. Weil, stell Februar. Stell dir vor, die Leute sind in Ehingen und müssen aber nach Ulm. Ja, ich wollte die Leute, die zum Strafprozess kommen, zur Hausversteigerung locken, damit die mitsteigern. Ach so. Ja, genau. Also 17. Februar ist auch auf der Facebook-Seite ist der Event drauf, auf der Freifarm-Facebook-Seite. Und auch dieser Strafprozess wurde von mir ganz absichtlich provoziert.
liebe Staatsanwaltschaft, sicher schaut jemand zu. Ja, ich habe ihn provoziert. Ich wollte, dass eine Anklage kommt. Und ich weiß ganz genau, dass es keine Beleidigung ist. Aber man wird versuchen, mir da diese Beleidigung zu meinem Nachteil, diese angebliche Beleidigung reinzudrücken, um da mich aussehen zu lassen wie jemand, der hier eine Richterbeleidigung macht, der sich nicht gesetzesgeform verhält, der die Meinungsfreiheit zu weit treibt und so weiter. Ob das jetzt funktioniert am Amtsgericht Ehingen, ich glaube, da wird die Staatsanwaltschaft erfolgreich sein, aber später wird es schwierig. Und vor allem, ich teste damit die Grenzen aus. Ja? Wie sehr darf man Richter öffentlich im Zeitalter von Social Media kritisieren? Und ich mache das konsequent. Ich mache es scharf und hart. Und ich spreche auch jedes Thema an. Ja? Und das, was der Staatsanwaltschaft nicht gefallen hat, war das mit der Psyche von dem Richter. Ja? Man darf, anscheinend ist es ein Tabu in Deutschland, dass man sich fragt, okay, wenn ein Richter, wie sich ja jetzt vor kurzem herausgestellt hat, nur auf Basis von Meinungen eines Jugendamts entscheidet, dass die Kinder ihren Vater nur alle 2 Wochen 2 Stunden unter Beobachtung von 2 Frauen sehen dürfen. Was ist mit diesem Richter psychisch los? Weil er hat nicht anhand realer Tatsachen entschieden, er hat nicht die Wahrheit ermittelt und er hat Kinderrechte gebeugt, um überhaupt zu seinen Beschlüssen zu kommen. Dann denke ich, darf man sich schon fragen, wie ist dieser Richter durch seine Kindheit geprägt, dass er derart sadistisch, wie ich finde, ja, zum Schaden von Kindern Beschlüsse fasst. Nur die Staatsanwaltschaft sieht es anders. Mhm. Und das heißt, dieser Strafprozess ist auch ein Kampf darum, dass man öffentlich darüber spekulieren darf, ob ein Familienrichter psychisch noch ganz normal tickt, wenn er Kindern einfach so einen Elternteil wegnimmt und wo denn die Ursachen in seiner Kindheit liegen und vor allem auch gesellschaftlich die Frage, was hat es alles mit einer obrigkeitsstaatlichen Erziehungsform zu tun, die weit in die deutsche Geschichte reicht. Solche Fragen muss man öffentlich diskutieren können und darum wird es am 17. Februar in dem Strafprozess gehen. Also ich habe jetzt lang gesprochen, um das abzurunden. Das, was ich da im Januar angefangen habe, war eine ganz bewusste Strategie, um alles, was im Geheimen im Familiengericht passiert, hinter verschlossenen Türen, in die Öffentlichkeit zu bringen, über Social Media und auch in das Strafgericht. Und natürlich wird der Strafrichter, der Herr Wolfgang Lampa, in der Verhandlung immer wieder sagen, Herr Grogans, es geht hier nicht darum, ob da Fehler gemacht wurden am Familiengericht. Ja. Aber das wird ihm sehr schwer fallen, das durchzuziehen. Weiß nicht, ob wir da noch drüber reden wollen. Vielleicht besser noch nicht. Ja. Aber ich würde es auch lassen. Ja, also einfach so für jetzt. Es war bewusst und absichtlich so herbeigeführt. Und danke, liebe Staatsanwaltschaft Ulm, dass ihr diesen Plan jetzt erfüllt habt. Dankeschön. Wie viel Aufwand hat sich denn da in dem Zusammenhang die Polizei und die Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen gemacht? Du hast da sicherlich Akteneinsicht genommen. Ich habe Akteneinsicht genommen und die haben, ich glaube, insgesamt 12 Videos transkribiert, also das gesprochene Wort vertextet. Und ich glaube, das sind irgendwas über 20 Seiten geworden. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die da verbracht haben. Ich schätze jetzt, die in Ehingen 2 Polizistinnen haben das gemacht. Ich schätze nicht, dass die da jetzt mit Software irgendwie vorgegangen sind. Ich glaube, die haben da wirklich immer niedergeschrieben, angehört, Pause, niedergeschrieben, angehört, Pause, niedergeschrieben. Und sie haben sogar Fehler gemacht, ja. Also eine Polizistin, die Frau Viola Betz, ich erinnere mich jetzt an ihren Namen, vielleicht weil sie keine Kinderrechteschänderin ist, vielleicht weiß ich es auch noch nicht. Auf jeden Fall, sie könnte trotzdem eine sein, das heißt jetzt nur nichts. Aber diese Frau Viola Betz hat einen Teil in dem Video, was dann jetzt auch in der Anklageschrift drin war,
völlig falsch niedergeschrieben. Und ich habe da sinngemäß gesagt, dass Hat dir wahrscheinlich der Kaffee gefehlt, oder? Kaffee, ja. Ich meine, ob sie es jetzt mit Absicht gemacht hat, ja, oder ob sie einfach nur da nicht sauber gearbeitet hat, ich weiß es nicht. Aber sie hat den Sinn völlig ins Gegenteil verkehrt. Ich habe nämlich im Video gesagt, dass die älteste Tochter Angst vor der Mutter hatte und deshalb zu mir geflohen ist und dass der Richter das wusste. Aber sinngemäß steht dann nachher drin in dem Transkript, was dann der Staatsanwaltschaft zugeschickt wurde, dass die Tochter Angst vor mir gehabt hätte, was der Richter wusste. Ja? Und da hat sie den Sinn des Gesagten um 180 Grad gedreht. Ja, plötzlich war ich der gefährliche Elternteil und nicht die Mutter. Aber da hat auch die Polizei in Ulm, ja, der Dienstherr, hat da schon zugegeben per E-Mail, dass da ein Fehler passiert ist und dass sie sich das jetzt genauer anschauen. Okay. Jo, das war so dein Thema, wo du angefangen hast, gegen sämtliche, ich nenne es jetzt mal Beteiligte, die Feder zu führen und die Beteiligten auch in die Öffentlichkeit zu zerren. Wo du vorhin schon dargestellt hast, wo die Situation in Anführungszeichen etwas kritischer gesehen werden könnte. Das ist der Hinweis, wenn man Richter in ihrem Richteramt entsprechend kritisiert. Da bist du vorgegangen, hast umfangreiche Videos gemacht gegen den Herrn Dr. Bühler. Witzig fand, was heißt witzig, erschreckend auch sind ja auch die Ausführungen des Lutz Rüdiger von Au. Also wenn man sich das hier so vorstellt, was der hat ja in seiner Eigenschaft als Präsident des Landgerichts die Dienstaufsicht über sämtliche Richter am AG im Einzugsbereich. Das heißt also, er ist insoweit der Dienstvorgesetzte vom Herrn Dr. Bühler und auch gleichzeitig der Dienstvorgesetzte vom Herrn Lehleiter gewesen und Dienstvorgesetzter auch vom Herrn Richter Lampa, dem du dann als Angeklagter demnächst gegenüber sitzen wirst. Was ist deine Wahrnehmung über die Aktivitäten des Lutz Rüdiger von Au? Ja, der Landgerichtspräsident Lutz Rüdiger von Aum, oder nicht Lutz Rüdiger von Ulm, sondern Lutz Rüdiger von Au. Also, Das ist immer unser internes Codewort. ja, genau. Der Lutz Rüdiger von Ulm, er ist ja der Präsident des Landgerichts Ulm namens Lutz Rüdiger von Au. Ja, das muss man sich auch erstmal merken. Also, der Herr Lutz Rüdiger von Au hat ja diesen Stein ins Rollen gebracht mit dieser angeblichen Richterbeleidigung. Interessant war bei der Akteneinsicht, dass der Text, den den Herrn Lutz Rüdiger von Au an die Staatsanwaltschaft geschrieben hat, eigentlich fast identisch war mit dem Text, den der Landrat und der Präsident des Regierungspräsidiums an die Staatsanwaltschaft geschickt haben. Also Ah ja. weiß nicht, ob es da so einen Standardtext gibt, den man da vorliegen hat. Ja. Auf jeden Fall war ich da erstaunt, dass sie sich sehr, sehr ähnlich anhörten und auch im Grunde gleich substanzlos waren, weil keiner dieser Texte hat irgendwie dargelegt, warum es eine Beleidigung sei. Es wurde nur festgestellt, es ist eine Beleidigung. Und der Herr Lutz Rüdiger von Au, der hatte ja auch die ganzen Dienstaufsichtsbeschwerden vorliegen, von mir gegen den Dr. Bühler und auch den damaligen noch Amtsgerichtsdirektor, Herrn Lehleiter. Und daraus ging ja ganz klar hervor, diese Rechtsbeugung von Kinderrechten. Und da hat der Herr Lutz Rüdiger von Au einfach gesagt, nö, gibt es keinen Anlass für dienstrechtliches Vorgehen gegen die zwei Richter. Und ja, damit hat er sich natürlich als jemand erwiesen, der Kinderrechte Schänder deckt, weil Rechtsbeugung von Kinderrechten
ist ein Dienstvergehen. Ja? Da hält sich ein Richter nicht an die Kinderrechte, die Deutschland unterzeichnet hat bei den Vereinten Nationen. Und dann sehe ich noch, dass der Herr Lutz Rüdiger von Au in einer Stiftung Erinnerung in Ulm als Ehrenmitglied mit drin ist. Ja. Und diese Stiftung setzt sich dafür ein, dass man aus der Nazi-Zeit lernt. Ja. Und der Herr von Au ist auch ganz stolz, dass er da vom Landgericht ein Mahnmal hat aufstellen lassen zu den Nazi-Opfern in der Gegend von Ulm. Und das finde ich auch gut. Ja. Das ist ein gutes Mahnmal. Nur gleichzeitig wundere ich mich, dass so ein Ehrenmitglied von einer Stiftung Kinderrechte beugen lässt. Also da hat er irgendwas nicht gelernt aus der Nazi-Zeit. Und ich sage jetzt gar nicht, dass der Herr Lutz-Rüdiger von Au ein Rechtsradikaler ist. Ja, das ist er ganz sicher nicht. Aber dieses Primat einer politischen Richterschaft über Grundrechte, was ja auch ein Teil der Nazi-Herrschaft war, ja, und was Teil der richterlichen Willkür war, das besteht doch hier weiterhin, wenn ich mir das so anschaue, was der Herr Bühler da gemacht hat und ja auch die Richter am OLG, vielleicht kommen wir da später auch dazu. Da hatte Herr Lutz Rüdiger von Au nichts gelernt und er dürfte eigentlich nicht in dieser Stiftung Erinnerung drin sein. Ich finde, er ist kein Ehrenmitglied, weil er sich ehrlos verhält gegenüber meinen Kindern, ja, weil er ihre Rechte nicht schützt und weil er eine politische Rechtsprechung, wie der Herr Bühler die durchgeführt hat, da habe ich keine Zweifel daran. Das ist rein politisch, dass man sagt, ein Vater ist gefährlich, wenn er Kinder über ihr Recht auf beide Eltern aufklärt. Das ist ein Angriff gegen die Kinderrechte. Das ist eine politische Entscheidung des Richters. Das hat nichts mit dem Gesetz und den Grundrechten zu tun, auch nichts mit den Aufgaben eines Richters, der ja nur dem Gesetz anscheinend unterworfen ist. Also wenn jemand wie der Landgerichtspräsident Lutz Rüdiger von Au hier kein dienstrechtliches Vergehen sieht, dann ist es ein ehrloses Verhalten. Okay. Sandro, ich würde jetzt gerne nochmal, bevor wir jetzt über deine Themen hinsichtlich der juristischen Herangehensweise weitermachen, noch ganz kurz abschweifen. Freifam ist ja jetzt nicht der Kanal, bei dem du alleine Themen aus Mundarkingen thematisierst, sondern Freifam ist ja auch der Kanal, wo auch über eine Reihe von anderen Fällen berichtet wird. Ich erinnere mich jetzt beispielsweise an den Fall von Jessica, ich erinnere mich an den Fall von Dina und eine Reihe von anderen Interviews, die du auch geführt hast und wo du über Sachverhalte berichtet hast. Was gibt es da für Feedback letztendlich aus dieser Art von Öffentlichkeit, die du über deinen Kanal hergestellt hast? Also erstmal noch ganz kurz hier Big Shoutout zu Dina Birnat, die wirklich auch dann den Ausschlag gegeben hat. Ja, als ich im Dezember erfahren habe, dass sie ihre Kinder vor Weihnachten wieder kriegen wird, nach 3,5 Jahren Kampf, nach 3,5 Jahren öffentlicher Kritik mit Namensnennung an den Verantwortlichen in Jugendämtern und Gerichten, da war für mich klar, ich mache jetzt dasselbe ab Januar. Also der Dina, ihr Erfolg war der Grund dafür, dass ich auch alle namentlich genannt habe und es bis heute tue. Und ich bin froh, dass so wie die Dina für mich ein Vorbild war, auch ich mit Freifam ein Vorbild für andere bin und jemand wie die Jessica jetzt auch selbst schreibt auf Freifam. Und ich möchte da wirklich jeden ermutigen, selber zu schreiben. Ich schaue mir das an als Chefredakteur, redigiere die Texte, stelle sicher, dass die alle so im rechtlichen Rahmen sind, ja. Und falls jemand wie ich auf so einen Strafgerichtsprozess, so einen sinnlosen provozieren will, kann ich da auch helfen. Was halt leider der Fall ist, ist, ich habe selber eben nur begrenzt Zeit, weil A, ich arbeite Vollzeit, ja, ich bin selbstständig
als Marketingberater. Dann habe ich ja die älteste Tochter hier bei mir, bin leider alleinerziehend. Ich will es nicht sein. Ich will, dass sie ihre Mutter und ihre Geschwister zur Hälfte sieht. Aber die Mutter will das ja nicht. Und dann mache ich ja noch meine eigene Berichterstattung plus, was ich ja die erste Hälfte 2020 gemacht habe. Da habe ich ja viele Interviews mit anderen Betroffenen gemacht und habe auch über die berichtet. Habe ja auch hier im Ort ja selber zwei Eltern mit Behinderung begleitet, die dann Anfang 2020 ja ihr dann dreijähriges Kind zurückbekommen haben. Das wurde denen auch willkürlich genommen. Ich bin am Ende meiner Kapazitäten und ich habe jede Woche mindestens drei Leute, die ein Video mit mir machen wollen und vielleicht nochmal fünf Leute, die sagen, bitte helft mir. Und ich mache schon mal gar keine rechtliche Beratung, ja, weil das ist nicht mein Spezialgebiet. Auf Freifahren, was ich mache, ist Berichterstattung, Überfälle. Manchmal gebe ich den einen oder anderen Tipp, aber ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Und ich bin ja eh kein Rechtsanwalt, also rechtliche Beratung in dem Sinn kann ich gar nicht machen. Ich kann ja nur Klar. Tipps geben, was ich mache aus meiner Erfahrung. Und deshalb, also alle, die enttäuscht sind, weil ich versprochen habe, ich mache ein Video, aber ich habe keins gemacht, es liegt rein an der Zeit. Und ich wäre froh, wenn jemand anders sagt, hey, ich interview Leute und dann kommen die Fälle auf den Freifarm-Kanal. Also Freifarm ist konzipiert als eine Community-Sache. Jeder, der mitmachen will, jeder, der selber über seinen Fall berichten will, dann nehme ich mir die Zeit, da schaue ich rein, ich redigiere die Texte, ich gebe Tipps, wie man Videos macht und so weiter. Ich helfe allen, die Freifarm da mitmachen wollen, selber als Redakteur. Das ist wie eine Community-Redaktion gedacht, das Ganze. Ja, zu dem Thema kommen wir, denke ich, nachher sowieso nochmal, wenn es um das Thema Ausblick geht. Okay, soweit verstanden. Letztendlich habe ich auch verstanden, den größten Ärger in Anführungszeichen, die Reaktion hast du typischerweise immer dann erhalten, wenn du hier Verfahrensbeistände beim Namen genannt hast. In diesem Zusammenhang. Da habe ich die Unterlassungsaufforderungen bekommen. Ist auch irgendwie klar, weil ein Verfahrensbeistand ist, obwohl er ja vom Richter bestimmt wird, eigentlich das schwächste Glied in der Kette am Familiengericht, weil er hat keine Behörde hinter sich, er hat nur den Richter hinter sich. Der Richter muss aber so tun, als wäre er unabhängig, sage ich jetzt mal. Und das heißt, er kann auch nicht zum Verfahrensbeistand stehen. Das heißt, der Verfahrensbeistand steht eigentlich, wenn man ihn angreift in der Öffentlichkeit, ganz alleine da. Und deshalb gehen die dann zu ihren Anwälten, lassen eine Unterlassungsklageaufforderung aufsetzen. Die funktioniert aber nicht. Und bislang war es so, also von einer Verfahrensbeiständin weiß ich es ganz sicher, über die wir berichtet haben, die war auch nicht mehr im Verfahren drin. Ja. Ob sie jetzt freiwillig aufgehört hat, weil sie raus wollte aus dem Scheinwerferlicht, das wir auf sie gerichtet haben, oder ob sie sowieso rausgegangen wäre oder die Richterin das bestimmt hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich denke, dass gerade Verfahrensbeistände, über die man kritisch öffentlich auf Freifahren berichtet, dass die schnell das Handtuch werfen werden, weil wenn da jemand lügt, wenn da jemand inkompetent und sie sind ja keine Psychologen meistens, ja, sie sind, wenn dann Anwälte, meistens Pädagogen oder Pädagoginnen, dann stehen die ganz schnell schlecht da in der Öffentlichkeit und wollen sich das nicht antun, auch wenn sie gutes Geld verdienen, ja, mit, ich glaube, 500 € pro Kind, ja, bei einem Verfahren. Irgendwo 550, glaube ich sogar. Ja, also das, ich glaube, das will sich da keiner antun. Also da denke ich, zum Beispiel da Verfahrensbeistände, da hat Freifam ganz schnell einen direkten Effekt, wenn da einer Fehler macht und veröffentlicht, das wird veröffentlicht, hört er schnell auf oder wird vom Richter nicht mehr für das nächste Verfahren vorgesehen. Okay. Also das heißt, also da gibt es schon sehr schnell auch gewisse Rückkopplungen hinsichtlich des Erfolgs in der einen oder anderen Richtung. Okay, den Strang würde ich jetzt gerne mal abschließen und würde gerne nochmal zurückgehen auf den Januar 2020, wo du ja auch in einer gewissen Art und Weise neu angefangen hast, das ganze Thema juristisch anzugehen.
Ja, erzähl doch, was hast du da alles dir neu ausgedacht, beziehungsweise wo hast du deine Grenzerfahrungen gesammelt? Ja, Grenzerfahrung ist ein guter Begriff. Ich habe ja etwas gemacht, was, glaube ich, in Deutschland bisher niemand gemacht hat. Und zwar habe ich gesagt, dass der für uns zuständige Richter, der Dr. Markus Bühler, dass der die Kindeswohlgefährdung begeht durch seine Beschlüsse. Es gibt da den Paragraph 1666 im BGB und da gibt es den Absatz 4. Und der erlaubt dem Gericht, Maßnahmen gegen Dritte zu ergreifen, wenn das Kindeswohl in Gefahr ist. Und ich habe diesen Absatz 4 von Paragraph 1666 BGB schon mal im Jahr 2018, ich glaube, nee, es war 2019, Anfang 2019, gegen das Jugendamt angewendet und gesagt, das Jugendamt gefährdet meine Kinder. Und habe ein Erörterungsgespräch beantragt. Ein Erörterungsgespräch ist ein niederschwelliges, fast schon Kaffeekränzchen beim Gericht, ja, wo, wenn man sagt, okay, es könnte eine Kindeswohlgefährdung sein, dann reden wir jetzt mal mit den Eltern und gucken mal, ja, und schauen, ob die da bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen, die das Jugendamt vorschlägt, ja, weil sonst muss das Gericht ja etwas tun. Ja, man hat mich selber mal durch ein Erörterungsgespräch durchgedrückt, ja, wo der Richter viermal gesagt hat, Herr Gurganz, ich will Ihnen nicht drohen. Und dann hat er kein Aber gesagt, weil sonst wäre es ein Zusammenhang gewesen, ja, sondern er hat eine Pause gesagt, Herr Gurganz, ich will Ihnen nicht drohen. Wie Sie vom Jugendamt gehört haben, falls Sie mit Ihren Kindern weiter das Wechselmodell treten, muss man vielleicht einen begleitenden Umgang anordnen. Ich will Ihnen nicht drohen. Es war aber nie ein Aber dabei. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, na gut, wenn die mich durch so ein Ding durchziehen, ziehe ich jetzt mal das Jugendamt durch so ein Ding durch. Und habe den Absatz 4 vom 1666 BGB bemüht. Und dann hat das Gericht, Familiengericht, auch ein Erörterungsgespräch gemacht. Da waren dann drei Leute vom Jugendamt da. Und zwar die Juristin war da, die Sachbearbeiterin, ja, von der ich gesagt habe, sie würde die Kinder gefährden. Und die Teamleiterin war da. Also die sind gleich zu dritt aufgelaufen. Ich glaube, die hatten sowas noch nie vorher. Auf jeden Fall habe ich dann in dem Verfahren gesagt, also ich will hier keine Maßnahmen, ich will das hier als Appell ans Jugendamt nutzen. Damals habe ich noch die Chance gesehen, dass man irgendwie ja durch sachliche Argumentation ans Jugendamt rankommt. Diese Hoffnung hat sich schnell dann in Luft aufgelöst. Auf jeden Fall im Januar 2020 war ja klar, entweder die machen mich fertig oder ich greife die öffentlich scharf an. Und dann wusste ich auch, ich muss auch auf rechtlicher Ebene etwas machen und habe mich dann so mancher Kampftechniken erinnert, die ja die Energie des Gegners umwandeln und dann gegen den Gegner einsetzen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kannst du das System gegen sich selbst kämpfen lassen? Und habe dann halt gesagt, gut, mache ich den 1666 Absatz 4 BGB gegen den Herrn Dr. Bühler und sage, ich will ein Erörterungsgespräch gegen den Dr. Bühler, weil der das Wohl unserer Kinder gefährdet. Faktisch macht er es ja, ja. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Es gibt mittlerweile drei Befunde von einem Psychotherapeuten, der sagt, diese Beschlüsse waren ein Fehler, die Kinder werden dadurch geschädigt, die sollen mehr Zeit mit dem Vater verbringen. Also faktisch ist es eine Kindeswohlgefährdung. Die Frage ist, kann man juristisch da was daraus machen? Kam es dann Auf zu jeden so einem Fall, Verfahren? bitte? Kam es dann zu so einem Verfahren auf Erörterungsgespräch beim Dr. Bühler? Na, das Interessante war dann, ich muss schon sagen, der Amtsgerichtsdirektor, der damalige, der Herr Josef Lehleiter, der war dann so, wie soll ich sagen, sagen wir mal gewitzt. Der war so gewitzt, mir auf eine doch etwas verstimmte Art dann zu schreiben, sinngemäß. Also er hat wörtlich, ist er so eingestiegen, dass er gesagt hat, Herr Gurganz, Ihre Fantasie in allen Ehren. Ja, und dann hat er weitergemacht. Und da hat sinngemäß geschrieben, das von Ihnen gewünschte Verfahren gebe es nicht, ja. Weil ja der Antragsgegner der zuständige Richter wäre. Richter Und machen keine dann, Fehler und keine Kindeswohlgefährdung.
Ja, das war jetzt die Frage. Ja, das war da juristisch noch völlig unklar, weil ich habe keine Beschlüsse gefunden zu so einem Sachverhalt. Ja, was, wenn du in 1666 Absatz 4 BGB gegen einen Richter machst und sagst, der Richter schädigt meine Kinder mit seinen Beschlüssen? Auf jeden Fall habe ich dann sofort vor das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gemacht, ja, Verfassungsbeschwerde, und habe gesagt, was da der Herr Lehleiter macht, ist ein Ausnahmegericht. Weil er ist nicht der zuständige Richter, ja. Der gesetzliche Richter ist der Herr Bühler. Ich sage aber, der gefährdet meine Kinder, ich will ein Verfahren gegen den. Dann kann ja der Herr Bühler nicht in seinem eigenen Verfahren gegen sich selber entscheiden. Aber Lehleiter Also ist es in keinem Fall, weil der nicht Teil vom Familiengericht ist. Oder genau, war? der Herr Lehleiter wäre auch nicht der Vertreter von Herrn Bühler gewesen, ja. Das wäre jemand anderes gewesen. Das heißt, nach meinem Dafürhalten hätte der Herr Bühler, als er das gelesen hat, hätte er das weglesen müssen, sich selbst für befangen erklären müssen und dann hätte ein anderer Richter das übernehmen müssen. Dann hätte der Richter entscheiden können, Herr Grogans, Ihre Fantasien allen Ehren, aber das Verfahren geht es nicht, das Sie sich wünschen. Ja? Aber dann hätte ich einen Beschluss dazu gehabt. Ja? Aber so ist der Bühler jetzt zum Lehleiter gelaufen. Richtig, der Bühler ist zum Lehleiter, die haben quasi eine Geheimverhandlung gemacht. Ich weiß nicht genau, was da besprochen wurde. Das kam dann nachher raus, weil ich habe ja dann gleich eine Dienstaufsichtsbeschwerde auch beim Herrn Lutz Rüdiger von Au, nicht von Ulm, aber in Ulm gemacht. Und später bei der Akteneinsicht habe ich dann das Schreiben vom Herrn Lehleiter an den Herrn von Au im Rahmen dieser Dienstaufsichtsbeschwerde gesehen, wo er gesagt hat, dass der Herr Bühler zum Herrn Lehleiter, dem Amtsgerichtsdirektor, kam und quasi wissen wollte, was er damit machen soll. Ja, er konnte es rechtlich nicht einordnen. Und natürlich geht man dann als kompetenter Richter zu seinem Amtsgerichtsdirektor und fragt, was soll ich damit machen? Ja, wo ich mich dann frage, hey, Dr. Bühler, wenn Sie so inkompetent sind und nicht wissen, was Sie damit machen sollen, dann legen Sie doch Ihr Richteramt nieder. Warum gehen Sie damit zum Amtsgerichtsdirektor? Na Und gut, vor mit allem, Mediation wird er wahrscheinlich auch nicht mehr verdienen. na, auf keinen Fall, vor allem jetzt, wo er da online mit seinem Namen drin steht und nicht gerade als mediativer Charakter dasteht. Aber auf jeden Fall, dass dann auch noch der Amtsgerichtsdirektor mir ein Briefchen schreibt, ja, und sagt, das gibt's nicht, das Verfahren. Da habe ich gesagt, das ist ein Ausnahmegericht, das ist außerhalb von dem, was hier rechtmäßig vorgesehen ist, ja. Und auf jeden Fall, nachdem ich diese Verfassungsbeschwerde gemacht habe, kam erstaunlicherweise kurz danach ein Brief von dem Herrn Lehleiter, wo er zurückgerudert ist und gesagt hat, das war keine Entscheidung, die ich da getroffen habe. Das, was Sie da dem Gericht mitgeteilt haben, wird in den Verfahrensprozess mit einfließen. Ne? Auf jeden Fall hat man aber aus meinem Antrag nie ein Verfahren gemacht, ein Familienrechtsverfahren, sondern hat die Schriftsätze alle in einer Generalakte abgelegt. Ja, das ist von der Gerichtsverwaltung. Das ist wie wenn du dir ein Angebot holst, um die Türen neu einsetzen zu lassen. Ja, dann kommt sowas in eine Generalakte rein und da haben sie das abgelegt, obwohl das ja eine familienrechtliche Sache ist. Und da liegt es bis heute noch. Das heißt, es wurde einfach Okay. als falsch abgelegt, ja. Okay. Und ich spule mal jetzt ein bisschen vor, weil das Interessante ist, mir hat dann irgendwann im September, glaube ich, nee, das war früher, Juli oder so, hat mich einer, mit dem ich über DSGVO-Sachen gesprochen habe, darauf hingewiesen, dass der Herr Lehleiter, der Amtsgerichtsdirektor, durch das, was er getan hat, meinen Antrag der dienstlichen Verfügung entzogen hat, was eine Straftat sei. Okay. Also da, ich weiß nicht mehr, welcher Paragraph, das ist im StGB. Kann ich ja mal kurz schauen. Ja, geht dann um den Oberbegriff Verwahrbruch und dergleichen, oder? Ja, genau, das ist der Strafgesetzbuch Paragraph zum Verwahrbuch. Da steht drin, wer sinngemäß ein Schriftstück der dienstlichen Verfügung entzieht. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch hier so, ja. Ich mache einen Antrag am Familiengericht. Der Amtsgerichtsdirektor nimmt diesen Antrag, tut ihn in eine Verwaltungsakte rein und damit ist das Ding raus aus der dienstlichen Verfügung des Familiengerichts.
und wird damit dem gesetzlichen Richter entzogen. Und da habe ich, glaube ich, Mitte August dann die Strafanzeige gestellt. Und Ende Oktober, ich glaube 26. Oktober, kam ein Interview mit dem Herrn Lehleiter heraus in der Schwäbischen Zeitung, glaube ich, dass er zum Monatsende aufhört. Da dachte ich mir, wow, das ist ja schon in 4 Tagen. Der Artikel war vom 26. Oktober. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich den Artikel gelesen habe, alle Beschlüsse zum Geschäftsverteilungsplan am AG Ulm bis Mitte oder bis einschließlich August. Und da stand nichts drin, dass der Herr Lehleiter gehen würde. Ja? Mhm. Also war klar, die Sache hat er im September oder Oktober entschieden oder es ist entschieden worden, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall, der Herr Lehleiter hat in dem Interview auch aus heiterem Himmel betont, dass kein politischer Einfluss auf ihn genommen wurde, was sein Weggang angeht, ja, seine verfrühte Rente oder Pension, Richterpension, sondern dass es aus freien Stücken geschah. Mhm, ja. Aber der Ton ist rauer geworden. Ich erinnere mich an deinen Artikel diesbezüglich. Er sagt auch nicht, welcher Ton, er sagt nur, der Ton sei rauer geworden. Also ich denke, das war vielleicht auch so, das mit der dienstlichen Verfügung, dass er da das entzogen hat. Ja, die Staatsanwaltschaft hat mir auch bis heute noch keine Antwort auf diese Strafanzeige gegeben. Mhm. Das ist auch immer so ein Hinweis, ja, wenn eine Staatsanwaltschaft dir nicht innerhalb von 3 Wochen schreibt, dass sie keine Ermittlungen durchführen wird, dann ist irgendwie, entweder ist es was in eigener Sache, was sie rausziehen wollen, damit das sich irgendwie in Luft auflöst oder irgendwie nicht zu einem Zeitpunkt Ermittlungen dann eingeleitet werden, wo es noch schlechter wäre für die Polizisten oder Staatsanwälte. Ja. Oder es ist etwas, wo sie eine Lösung suchen, die anders vollzogen wird. Und ich glaube, beim Herrn Lehleiter war die Lösung halt, dass er ein bisschen früher in Rente geht. Ja. Ist jetzt eine Spekulation, habe ich keine Anhaltspunkte dafür, aber die Vermutung liegt nahe. Also mein Versuch, das System gegen sich selbst anzuwenden mit dem 1666 Absatz 4 BGB, hat immerhin dahin geführt, dass der Herr Lehleiter aus meiner Sicht den Fehler gemacht hat, meinen Antrag der dienstlichen Verfügung zu entziehen. Ich spreche jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, dass die beim Familiengericht, der Herr Bühler ging zum Herrn Lehleiter gesagt, guck mal, Josef, was der da macht. Und der Herr Lehleiter hat gesagt, Mensch, Markus, das ist ja oben eklig. So stelle ich mir das vor. Ja. Und dann haben die sich überlegt, was machen wir da? Ja? Das geht doch nicht, dass hier jemand, einen Richter sagt, er würde ja eine Kindeswohlgefährdung machen. Ja? Mhm. Der Herr Lehleiter hat sich ja auch dann der Staatsanwaltschaft gegenüber in dieser Beleidigungssache schriftlich ja, so geäußert, dass er geschrieben hat, dass es unmöglich sei, dass ich den Herrn Bühler im Gerichtsverfahren ziehen würde. Ja, was soll man denn sonst machen im Rechtsstaat? Soll ich niederknien und beten, dass der liebe Gott den Herrn Bühler zur Rechenschaft zieht und ihn in die Hölle schickt? Ja, oder soll ich rechtsstaatlich vorgehen? Ja, klar. Also ich denke doch, in einem Rechtsstaat habe ich das Recht, mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen den Richter vorzugehen. Mhm. Der Herr Lehleiter sieht da anscheinend ein Problem. Egal, also lange Rede, kurzer Sinn, um das abzuschließen. Dieser Versuch, das System gegen sich selbst anzuwenden, ja, seine Energie umzudrehen und gegen das System, hat zumindest hier zu einiger Verwirrung geführt, die zu einem aus meiner Sicht strafrechtlich relevanten Verhalten des Amtsgerichtsdirektors geführt hat. Die Kehrseite der Medaille ist ja auch, dass der Herr Bühler, denke ich, auch einen Verwahrungsbruch begangen hat, weil er hat ja im Grunde diesen Antrag sich selbst der dienstlichen Verfügung entzogen, indem er ihm den Herrn Bühler gegeben hat und bei dem gelassen hat und nicht gesagt hat, du Josef, gibst mir das mal wieder zurück. Gab er nicht. Ich meine, Lutz Rüdiger hat ja dokumentiert bekommen in der dienstlichen Stellungnahme, wie es gelaufen ist. Im Sinn von Markus ging dann zu Josef. Ja, ich, genau, also
Wenn wir jetzt mal annehmen, die sind alle Freunde, die per Du sind, dann ist der Markus zum Josef gegangen. Genau. Also das können wir daraus klar lesen, ne? Okay. Der Herr Lehleiter war aber auch in einem gewissen Verfahren auch direkt zuständiger Richter, dein gesetzlicher Richter, obwohl er jetzt hier nicht Teil der Familienrechtsabteilung des Amtsgerichts Ulm ist. Inwiefern warst du Genau. jetzt auch direkt mit dem Herrn Lehleiter konfrontiert? 12. Januar 2020 ging dieser Antrag wegen Kindeswohlgefährdung, die der Richter zu verantworten hat, ans Gericht. Und dann habe ich am 6. Februar, da wäre die erste Verhandlung gewesen, und da habe ich dann kurz vorher den Herrn Bühler abgelehnt, weil ich gesagt Wegen habe, Befangenheit, wegen Besorgnis der Befangenheit. Befangenheit. Genau, weil er ja vorher diese komische Sache mit dem Herrn Lehleiter gemacht hat, ja. Und dann war der Richter, der über die Befangenheit des Herrn Bühler entscheiden sollte, war der Herr Lehleiter. Aber der saß ja mit dem Herrn Bühler im selben Boot, was diese 1666 Absatz 4 Sache anging. Also habe ich den Herrn Lehleiter auch abgelehnt. Okay, wie ging es dann weiter? Na, Das die heißt also, Ablehnungssache. erster Richter abgelehnt, zweiter Richter abgelehnt. Genau, und dann kam der Stellvertreter vom Herrn Lehleiter, der Herr Lohrmann, kam dann ins Spiel. Der hat dann mir keine Akteneinsicht gegeben. Der hat eine Frist nicht verlängert, ja, weil ich habe gesagt, ich habe keine Akteneinsicht, ich will eine Frist zu einer Stellungnahme verlängert haben. Hat er nicht gemacht, dann habe ich ihn auch abgelehnt. Und dann war der Herr Wituschek dran, der im Präsidium drin ist vom Amtsgericht Ulm. Und der hat mir genauso die Akteneinsicht verwehrt. Und dann habe ich den auch abgelehnt. Und dann hat der Herr Wituschek aber selber entschieden, hat gemeint, das sei, weiß gar nicht, ob er gesagt hat, unzulässig, hat gesagt, unbegründet. Auf jeden Fall hat er dann mein Ablehnungsgesuch gegen ihn selber negativ beschieden und das vom Herrn Lohrmann auch gleich abgelehnt. Ja, meine Ablehnung abgelehnt. Da habe ich eine sofortige Beschwerde gemacht am Oberlandesgericht Stuttgart, und da kam dann diese Entscheidung, über die ich auch berichtet habe, wo dann mir aus heiterem Himmel von dem Joachim Meyer, dem Richter am OLG Stuttgart 11. Zivilsenat, vorgeworfen wurde, ich hätte wahnhafte Vorstellungen. Also das läuft jetzt gerade noch. Was da halt interessant ist bei dieser Ablehnungssache, dass ich ja da auch wieder das aufgegriffen habe von dem 1666 Absatz 4. Ja. Und in dem Jahr konnte ich das Ganze ja noch weiter durchdenken. Und ich würde heute sagen, ich muss noch was anderes sagen, bevor ich darauf eingehe. Es war ja dann so, das Bundesverfassungsgericht hat ja dann entschieden in dieser 1666 Absatz 4 Sache und hat apodiktisch entschieden. Das heißt, die haben einfach eine Feststellung gemacht, ohne juristische Substanz, ohne Referenz auf andere Entscheidungen. Das Gleiche haben wir 1956 erlebt, als das Bundesverfassungsgericht hat gesagt hat, Homosexualität ist strafbar. Punkt. Das war auch eine rein apodiktische Entscheidung. Wir wissen heute, es war eine verfassungswidrige Entscheidung. Und ich finde, was das Verfassungsgericht jetzt in Bezug auf den 1666 Absatz 4 entschieden hat, ist eine genauso verfassungswidrige apodiktische Entscheidung. Die haben nämlich gesagt, dass es rechtlich können fachgerichtliche Entscheidungen nicht Ursache einer Kindeswohlgefährdung sein. Das heißt, egal was ein Richter entscheidet, wenn sich nachher herausstellt, wie bei mir, ja, wenn ein promovierter Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenpsychotherapeut, der auch Facharzt für psychosomatische Medizin ist, also Psychotherapeut und Mediziner ist, ja, also eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Wenn so jemand sagt, die Kinder werden geschädigt durch die richterlichen Entscheidungen, dann sagt das Bundesverfassungsgericht, rechtlich kann es aber nicht Ursache sein. Das heißt, man kann einen Familienrichter nie für seine kindeswohlschädigenden, kindeswohlgefährdenden Entscheidungen belangen. Man kann also nicht sagen, diese Entscheidung des Richters ist eine staatliche Kindeswohlgefährdung, die er zu verantworten hat.
Jetzt aber, um zurückzukommen zu dieser Befangenheit, ja, es ist ja die Frage, okay, aber faktisch ist es eine Kindeswohlgefährdung, ja? Es ist, wie der Professor Dettenborn sagt, eine sekundäre Kindeswohlgefährdung, die das Leben der Kinder nicht weniger beeinträchtigt, wie eine primäre Kindeswohlgefährdung, die von dem Elternteil ausgeht. Also es hat den gleichen Effekt. Es ist egal, ob es rechtlich als Ursache gelten kann oder nicht. Faktisch leidet das Kind. Ja? Und jetzt in Bezug auf die Ablehnung, jetzt nehmen wir an, der Herr Dr. Bühler würde nicht abgelehnt werden und wäre weiterhin für uns zuständig. Jetzt ist er ja faktisch für die Kindeswohlgefährdung verantwortlich zu machen, die durch seine Entscheidungen herbeigeführt wurde. Er muss aber als Richter jetzt feststellen, ob denn ich oder meine Ex-Frau eine Kindeswohlgefährdung begehen und muss dann das abziehen, was in seiner Verantwortung liegt. Ja? Das heißt, er ist automatisch befangen. Er kann gar nicht objektiv beurteilen, wie viel Anteil an dem Leid der Kinder denn jetzt welcher Elternteil hat, wenn er selber doch durch seine Entscheidungen vielleicht einen viel größeren Anteil sogar hat. Und die Fragen, die sind noch alle offen. Und das war so, ich sag mal, dieses eine Jahr der Erfahrung, was passiert, wenn du die Methoden des Systems gegen das System anwendest, die waren hochinteressant und haben alle Richter und auch das Jugendamt in so eine, habe ich den Eindruck, in so eine tiefe Unsicherheit gebracht, dass das Bundesverfassungsgericht wie damals 1956 rein apodiktisch entscheiden musste und gesagt hat, so ist es, Punkt, fertig, aus. Ja? Ich habe dann nochmal ans Bundesverfassungsgericht einer anderen Verfassungsbeschwerde gesagt, das war eine rein apodiktische Entscheidung ohne juristische Substanz. Ja. Ich hier als Laie, ja, habe das Ding geschrieben. Und dann haben die einfach wieder nur darauf gepocht, dass es so ist. Ja? Die haben das nicht noch weiter dogmatisch entwickelt oder so, ja, sondern die sind einfach apodiktisch dabei geblieben. Und auch die anderen, ja, am OLG lief noch Sachen und auch jetzt am Schluss diese Entscheidung am OLG, dass ich eine wahnhafte Vorstellung hätte, dass alle verfahrensbeteiligten Richter meine Kinder schädigen würde. Es ist so faktisch. Genau das sagen die Befunde des Psychotherapeuten. Aber die Befunde nennt der OLG-Richter Joachim Meyer nicht. Warum? Weil dann könnt ihr nicht sagen oder behaupten oder feststellen, ich sei wahnhaft, weil es ist eine reale Tatsache, dass es so ist. Ja? Also der Herr Joachim Meyer war sogar genötigt, mir zu unterstellen, ich wäre nicht mehr ganz sauber im Kopf. Und da lese ich nur ab, dass diese Richter, wenn du das System gegen sich selber anwendest, so machtlos sind, ja, juristisch Dann zu drehen sie irgendwann argumentieren. hohl. Genau, die drehen dann hohl in dem Sinn, dass sie nur noch ihre Macht anwenden und nur noch sagen, so ist es und du bist verrückt. Mulattisierung. Richtig. Okay. Also das heißt also, vom Familiengericht im eigentlichen Sinn ist im Jahr 2020 bei dir eigentlich so gut wie gar nichts passiert. Außer halt eine Orgie an Ablehnungen, weil eine entsprechende Erörterung von Kindeswohl, Gefährdungsthemen so nicht stattgefunden hat. Also, es hat in dem Sinne nichts bewegt, weil ja die drei Kinder, die bei der Mutter leben, mich nach wie vor seit Mai 2019 nicht sehen können, weil die Mutter, weil auch der begleitete Umgang nicht stattfindet, obwohl ich den ja machen will. Der Kinderschutzbund Ulm-Neu-Ulm hat das abgesagt. Können wir vielleicht auch später noch drauf Ja, eingehen, also wie ich das wollte ist. nur feststellen, das heißt also, familienrechtlich war eigentlich das ganze Jahr 2020 insoweit ein Totalausfall, als dass die Justiz an dieser Stelle sich mit sich selber beschäftigt hat, zum einen, und zum anderen, du auch nicht wirklich in der Lage warst, hier umfangreiche Anträge zu stellen, vor dem Hintergrund, dass ja hier Befangenheitsanträge laufen.
Richtig, im Grunde war das Gericht ab 6. Februar, auch das Oberlandesgericht, wegen mehrerer Ablehnungsgesuche kaltgestellt. Die konnten unsere Situation als Familie nicht verschlechtern, was die sicher getan hätten. Ja, da habe ich keine Zweifel. Das ist die Strategie. Das sehe ich bei anderen Fällen. Sobald du dich nicht dem beugst, was der Richter oder die Richterin entscheidet, wird deine Situation, was den Kontakt zu den Kindern graduell verschlechtert. Und je mehr du dich dagegen wehrst und je mehr du erkennst, das Problem ist nicht meine Ex-Frau oder mein Ex-Partner, sondern das Jugendamt, das Gericht, der Gutachter, umso schneller wird man zu einem Kontaktausschluss kommen. Ja? Also die Straße befährst du umso schneller, je mehr du gegen den Staat vorgehst. Das heißt, mir war von Anfang an klar, ich muss erstmal den Staat aufs Abstellgleis stellen, während ich gegen die kämpfe. Ja, das war klar. Das musste strategisch einfach so sein. Das heißt, das System erstmal einfrieren und dann das System gegen sich selbst anwenden. Und ich denke, jetzt bin ich dadurch an dem Punkt, auch dadurch, dass ich das Verwaltungsgericht jetzt noch ins Spiel gebracht habe, Da das würde ich jetzt auch Kartenhaus. gerne noch ein bisschen weiter noch eingehen. Das heißt also, vor dem Familiengericht war in einer gewissen Art und Weise die Sache eingefroren. Parallel dazu hast du verschiedene oder zwei weitere Stränge letztlich beschritten. Der eine Strang ist das Thema Verwaltungsgericht und das andere Thema ist dann letztendlich der Strang Vollstreckungsgericht, soweit ich das jetzt wahrgenommen habe. Genau. Also nochmal, damit man das, ich glaube, du bist jetzt so ein bisschen auf das strategische Bild raus, damit man das gut versteht. Also Familiengericht, die können dich, soll ich jetzt mal so gerade heraus, mit deinen Kindern erpressen. Ja? Du lechzt danach, Zeit mit deinen Kindern verbringen zu können. Das ist das Zuckerstückchen, das die dir hinhalten. Und dann hörst du immer wieder den Satz, aber sie wollen doch ihre Kinder sehen, oder? Und damit zwingt man dich dazu, dich konform zum Willen des Gerichts zu verhalten. Jetzt könnte man sagen, ja klar, der Staat setzt seine Macht ein, um dich mit den Beschlüssen ja in seine Schranken zu weisen. Ganz normale Sache. Aber beim Familiengericht ist es so nicht, weil es wird mit Lügen, mit falschen Tatsachen, mit Meinungen gearbeitet. Es gibt nichts Handfestes, es gibt keine Beweise, dass es so ist. Und es wird trotzdem beschlossen, dass du deine Kinder kaum noch siehst. Das ist reine Erpressung, ja, was dann nachher dabei rauskommt. Man will, dass du dich unterwirfst, indem man dir deine Kinder entzieht. Das ist eine emotionale Erpressung. Also strategisch gesehen musste ich verhindern, dass die Familienrichter dieses Pfund einsetzen können, indem ich die Ablehnungsgesuche mache, die auch begründet waren. Ja, also die haben an sich schon Wert. Es war nicht rein aus verfahrenstaktischen Gründen, sondern wenn ein Richter die Kinder gefährdet und dann eine Verhandlung machen will, dann mache ich einen Befangenheitsantrag, weil das geht nicht mehr. Er muss ja nach Wahrheit, Tatsachen und so weiter entscheiden. Aber aus rein strategischer Sicht war es notwendig, die einzufrieren und dann gegen das Familiengericht vorzugehen. Familiengericht auf der einen Seite, aber da jetzt in zweierlei Richtung, eigentlich erstmal Richtung Jugendamt. Also Jugendamt war ja in deinem Fall, soweit ich das wahrgenommen habe, neben der Verfahrensbeiständin, aber die nicht so ausgeprägt wie das Jugendamt, die Institution, die ganz massiv gegen dich Stimmung gemacht hat und gesagt hat, dieser Mann schädigt seine Kinder. Und Richtig. das war das eine Thema und dann ging es auch noch um das Thema, dass das Jugendamt dann auch den begleiteten Umgang letztendlich provoziert hat und dich dann hier in den zum Kinderschutzbund gezwungen hat. Ja, also wie siehst du aus der Perspektive von heute die Aussage vom Jugendamt, dass der Kinderschutzbund in deinem Fall der einzige Anbieter ist, den man wählen kann, um hier begleiteten Umgang durchzuführen?
Also ja, das Jugendamt hat im April 2018 behauptet, ich würde meine Kinder psychisch schädigen, indem ich mit ihnen über das Wechselmodell rede. Das hat eine Sachbearbeiterin, die Frau Helen Schwarzenbolz hieß sie damals, dann hat sie geheiratet, das heißt sie Helen Müller, die hat es behauptet, die ist nur Pädagogin, die ist keine Psychologin, das heißt sie kann überhaupt keine psychische Schädigung feststellen, sie ist inkompetent in dem Bereich, hat sie aber trotzdem behauptet. Schlussendlich im Oktober 2018 hieß es dann vom Gericht, ja, er gefährdet seine Kinder, darf sie nur alle 2 Wochen 3 Stunden unter Beobachtung von 2 Frauen sehen. Beim Kinderschutzbund. Damals habe ich dann dem Gericht gesagt, ja, ich habe den Kinderschutzbund angefragt, er soll bitte seine Qualität nachweisen nach Paragraph 79 und 79a SGB 8. Das konnte der nicht machen. Und dann stand das Jugendamt blöd da, weil das Jugendamt konnte auch keine Qualitätsnachweise vorlegen. Und dann hat das Amtsgericht das mit dem begleitenden Umgang aufgehoben und hat die Kinder wieder immer öfter zu mir gelassen, ohne begleitenden Umgang. Dann hat das Jugendamt beim Oberlandesgericht bei der Beschwerde dasselbe wieder behauptet. Es gab da keinen Psychologe, der irgendwas behauptet hat. Aber das Jugendamt hat wieder gesagt, ich würde die Kinder schädigen. Und das waren die einzigen, auf die sich das Oberlandesgericht gestützt hat. Und die haben dann wieder den begleitenden Umgang beim Kinderschutzbund festgelegt. Und dann habe ich wieder beim Amtsgericht gesagt, ja, aber es gibt doch keine Qualitätsnachweise, wusste auch das Oberlandesgericht. Und es war dann dem Amtsgericht aber egal. Ja. Die haben dann einfach das bestätigt nochmal vom Oberlandesgericht. Also hat es nicht mehr geklappt, wie es im Ende 2018 geklappt hat, damit die Kinder wieder unbegleitet zu mir kommen. Und dann habe ich eine Organisation gefunden, die gesagt hat, ja, wir machen den begleitenden Umgang für dich. Und die sind auch anerkannt beim Jugendamt in Dortmund, glaube ich. Und habe dann beim Jugendamt hier im Alb-Donau-Kreis beantragt, dass diese Organisation den begleitenden Umgang machen darf. Dann ging es da hin und her mit dem Jugendamt. Und am Schluss, ja, auch wieder so eine Sache, sah das Jugendamt keinen anderen Ausweg, als zu behaupten, dass der begleitete Umgang bei dieser Organisation nicht den pädagogischen Standards entsprechen würde. Vor allem sei kein neutraler Ort vorgesehen. Ja? Die Organisation hat gesagt, die machen das bei mir in der Wohnung. Und schlussendlich hat sich gezeigt, es gibt keine pädagogischen Standards. Ja? Es gibt Auch nichts nicht beim Schriftliches Kinderschutzbund. dazu. Kinderschutzbund hat mir da nichts vorgelegt, das Jugendamt hat mir nichts vorgelegt, der Landrat hat mir nichts vorgelegt. Auch das Regierungspräsidium wusste nichts von pädagogischen Standards des Jugendamt Alb-Donau-Kreis. Ja. Es war also eine Scheinbegründung, eine Lüge, um wieder zu verhindern, dass die Kinder mich sehen. Ja. Und ich habe ja das Wunsch- und Wahlrecht, habe ich gesagt, das habe ich da wahrgenommen, dass ich wünschen kann, wer den begleitenden Umgang macht. Dann bin ich vors Verwaltungsgericht. Die haben schlussendlich gesagt, sorry, wir können nicht entscheiden, weil das Familiengericht hat festgelegt, wer den begleitenden Umgang machen soll. Und dann können wir als Verwaltungsgericht uns da nicht drüber hinweg bewegen. Sie müssen zum Familiengericht. Okay, stimmt, ist in Ordnung, ja. Nur die Sache ist die, ich hatte dann Akteneinsicht bekommen beim Verwaltungsgericht. Und dann war da schon 2018, ich glaube im Oktober, war da so eine Nachfrage, ja, von der Person beim Jugendamt hier im Alb-Donau-Kreis, die das Finanzielle macht mit diesen begleitenden Umgängen, die hat dann bei den Sachbearbeiterinnen, die von zuständigen nachgefragt, ist denn der begleitete Umgang sinnvoll? Und hat die gesagt, ja, weil sonst wäre es eine Gefährdung der Kinder. Aber wenn ein Jugendamt sagt, es ist sonst eine Gefährdung der Kinder, dann müssen die eine Gefährdungseinschätzung gemacht haben nach Paragraph 8a SGB 8. Aber eine solche Gefährdungseinschätzung konnte ich nirgends in der Akte finden. Und dann habe ich jetzt halt ein neues Verfahren vom Verwaltungsgericht gemacht. Und ich habe den Eindruck, das ist so ein Schlüssel auch für andere Eltern. Ich habe gesagt, ich will, dass das Jugendamt dazu verklagt wird vom Verwaltungsgericht, ja, dazu verpflichtet wird, es zu unterlassen, zu behaupten, ich würde meine Kinder gefährden, solange die keine Gefährdungseinschätzung gemacht haben. Weil, wenn ich es richtig verstehe, ist der Paragraph 8a SGB 8 dazu da, dass das Jugendamt die Gefährdung ermittelt, so wie die Polizei. Die können nicht einfach behaupten, der gefährdet seine Kinder. Sobald die sagen, es sei eine Gefährdung vor Gericht, ja, wenn sie das behaupten,
müssen Sie die Gefährdungseinschätzung gemacht haben. Haben Sie aber offenbar in meinem Fall nicht. Da habe ich eben geklagt, habe gesagt, ich will, dass Sie das unterlassen. Und habe noch gesagt, und ich möchte alle Akten, die jemals vom Jugendamt zu unserem Fall angelegt wurden, um nachzugucken, ob denn irgendwo eine Gefährdungseinschätzung drin ist. Und das ist natürlich schon mal super, weil das Jugendamt hat immer versucht zu verhindern, dass ich die Akten einsehen kann. Und damit sind die quasi nackt, weil ich habe die Akten noch nicht, ja, aber es ist klar, die müssen alle Akten dem Verwaltungsgericht geben, wirklich alle. Und dann sehe ich, was die alles gemacht haben. Und vorhin im Verfahren habe ich ja schon gesehen, dass es keine Gefährdungseinschätzung gab, was den begleitenden Umgang angeht. Und dann kam jetzt eine Stellungnahme vom Jugendamt zu dieser Unterlassungsklage. Und da stand dann drin, das sei nur eine Meinung gewesen im Rahmen der Beratung des Jugendamts. Und das Jugendamt hat ja zwei Aufgaben. Das eine ist, die Eltern zu beraten, die andere ist, Kinder zu schützen. Mhm. Und der Strang Kinder schützen ist durch den 8a festgelegt. Da müssen die eine zureichende Sachverhaltsermittlung machen, wie die Polizei. Und der Strang Beratung, ja, da können die pädagogisch beraten und den Familienhelfer empfehlen, einen Psychologe, eine Beratungsstelle und so weiter. Aber in dem Rahmen können die nicht sagen, die gefährdet seine Kinder. Ja. Das heißt aber, dass implizit damit das Jugendamt zugegeben hat, sie haben keine Gefährdungseinschätzung gemacht. Das heißt also auch, dieser begleitete Umgang, den man dir dann aufoktroyiert hat, ist letztendlich nur entstanden aufgrund einer unverbindlichen, unjustiziablen Meinung. Ja, so wie das Jugendamt beruft sich auf Meinungsfreiheit. Richtig, also das ist so, wie wenn man mich vor Gericht fragt, Herr Gogans, mögen Sie eigentlich Pizza Hawaii? Dann sage ich, also ich finde nicht, dass Ananas auf Pizza sollte. Das ist nicht italienisch. Ja, kein Italiener isst Pizza Hawaii. Das ist so eine deutsche Erfindung. Finde ich nicht gut. Dann sagt das Jugendamt, Herr Gogans, Sie gefährden Ihre Kinder, weil Sie Pizza Hawaii nicht mögen. Dann sagt der Richter, ich schließe mich dem Jugendamt an. Herr Gogans darf seine Kinder nur noch 2 Stunden alle 2 Wochen unter Begleitung von 2 Frauen sehen. Diese Qualität haben die Aussagen des Jugendamts und die Entscheidungen des Amtsgericht Ulm und des OLG Stuttgart. Es ist auf genau diesem Niveau. Es ist eine reine Meinung. Es gibt keine Tatsachen, die das stützen würden. Vor allem, es gibt genau im Gegenteil Befunde von dem Psychotherapeuten, der im Gegensatz zu dem Gutachter, den das Gericht bestellt hat, tatsächlich mit einem Kind geredet hat. Dann gibt es auch noch eine Audioaufnahme, die psychische Gewalt dokumentiert bei der Mutter, wo das Kind eine Verräterin genannt wird, wo ihm gesagt wird, du darfst nicht mehr zu deinen Geschwistern, wenn du dem Gericht erzählst, was wir hier machen. Und das Kind hat dem Gericht von der psychischen Gewalt erzählt. Es gibt sogar einen Beweis, es gibt dieses Smoking Gun. Aber was macht das Jugendamt? Ja, wir sind der Meinung, der gefährdet seine Kinder. Und das Gericht sagt, ja, dann gibt es halt einen begleitenden Umgang. Ich glaube, jetzt sind so mal 3 Stränge klar geworden. Der eine ist, wenn du merkst, du bist der Elternteil, der vom Staat entsorgt wird, dann musst du, würde ich aus heutiger Sicht sagen, sofort loslegen. In die Öffentlichkeit bzw. Attacke gehen, in allen Bereichen außer dem Familiengericht. Genau, also du musst dir Freiraum verschaffen, indem du den Richter ablehnst. Und an dem Punkt, wo klar ist, du bist der entsorgte Elternteil, gibt es automatisch schon genug Gründe für die Ablehnung, weil es wird ja Rechtsbeugung begangen, es wird willkürlich entschieden, es wird die Amtsermittlung nicht durchgeführt. Es soll einfach ein politisches Ziel durchgesetzt werden, nämlich, dass die Kinder nur bei einem Elternteil sind. Das heißt, bis dahin ist schon längst viel passiert, du hast genug Ablehnungsgründe. Die bringst du an und dann kannst du auch den Nächsten ablehnen, ja, wenn du siehst, der macht formale Fehler oder hängt inhaltlich mit drin. Auf jeden Fall erstmal da das Familiengericht
in die Untätigkeit verbannen, ja? Dann sofort öffentlich mit Namensnennung attackieren, kritisieren, scharf, alles an die Öffentlichkeit bringen. Du musst vor Ort quasi virtuell über Social Media, über die Freifarm-Website oder mach deine eigene Website, egal. Ich empfehle Freifarm natürlich, weil da hast du jetzt schon eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und ich habe diese Kommunikationstaktik und die Inhalte entwickelt, ja, die diese Leute maximal stören und maximal herausfordern und maximalen Effekt haben, ohne dass es auf dich zurückfällt. Ja, diese Strafsache, aber die war ja beabsichtigt, ja. Die fällt ja absichtlich auf mich zurück, ja. Das ist alles konzertiert, sage ich mal. Das ist das eine, ja. Also erster Schritt, Familiengericht, kaltstellen, damit die dich nicht weiter erpressen können, nicht gegen dich vorgehen. Sofort in die Öffentlichkeit gehen. Medial. Genau. Genau. Und medial bist du quasi face to face. Ja? Du nennst den ihren Namen, du bist der Urheber dieses Artikels und damit zeigst du mit mir nicht. Ja? Und dann das dritte ist Verwaltungsgericht. Und so Verwaltungsgerichtsverfahren, zum Beispiel jetzt die Sache mit dem begleitenden Umgang, die hat nichts gekostet, wenn du das ohne Anwalt machst. Solche Jugendhilfesachen, die kosten nichts vorm Verwaltungsgericht. Kannst du umsonst machen, keine Gerichtskosten. Ich habe es ohne Anwalt gemacht. Das geht, also wir reden ja nachher, denke ich, noch darüber. Ich lege auch gern diese Schriftsätze alle dann als Vorlagen, gebe ich die raus. Ja? Ich halte die nur gerade, ich halte ihn nicht zurück, sondern ich habe nicht die Zeit, das zu machen. Ja, aber wenn jemand sagt, hey, ich hätte es gern, teile ich das mit der Person, dann kann die das nehmen für ihre Verwaltungsklage. Haben wir auch schon bei ein paar Leuten gemacht. Verwaltungsgericht ist deshalb interessant, weil du kriegst Einblick in die Akten. Automatisch, sofort. Du musst dich nicht mit dem Jugendamt rumschlagen. Und vor allem, das ist jetzt echt, das Verwaltungsgericht hat noch nicht entschieden, aber diese Unterlassungsklage, dass das Jugendamt die Gefährdung nicht behaupten darf, solange es keine Gefährdungseinschätzung macht. Das könnte genau der Hebel sein, der so vielen Eltern hilft, Väter wie Mütter, wo das Jugendamt dem Familiengericht gegenüber etwas behauptet, der sagt, der Vater, das Kind weint bitterlich beim Abholen durch den Vater am Haus der Mutter, das können wir dem Kind nicht zumuten, der Vater muss irgendwas mit dem Kind machen, dass das Kind gefährdet. Wir schlagen vor, 2 Monate Kontakt aussetzen. Ja? Dann sofort vor das Verwaltungsgericht und sagen, das Jugendamt soll das nicht behaupten, solange es keine Gefährdungseinschätzung gemacht hat. Da bin ich gespannt, was rauskommt am Verwaltungsgericht. Weil das könnte genau der Hebel sein, mit dem man das Jugendamt auch stillstellen kann. Und Verwaltungsgericht, da gibt es auch noch diesen Aspekt, System gegen sich selbst. So wie ich den 1666 Absatz 4 gegen den Richter gemacht habe und auch schon mal gegen das Jugendamt, das ist ja Familiengerichtsebene. So habe ich auch den Paragraph 8a SGB 8, also Kindeswohlgefährdungsmeldung beim Jugendamt, gegen das Jugendamt selbst gemacht. Ich habe die Jugendamtsmitarbeiter genannt, ja, als Kindeswohlgefährder beim Jugendamt. Das habe ich so lange gemacht, bis ich oben beim Landrat war und gesagt habe, okay, lieber Landrat, ich würde gern gegen Sie ein 8a machen wegen Kindeswohlgefährdung. An wen soll ich denn das schicken? Und die Krux an der Sache ist ja, es gibt ja dann niemanden mehr, weil über dem Jugendamt fachlich steht niemand. Das Regierungspräsidium macht ja nur eine rechtliche Überprüfung des Jugendamts, aber keine inhaltliche. Das heißt, wenn ein Jugendamt sagt, der Vater schädigt sein Kind, weil er Pizza Ananas nicht mag, dann sagt das Regierungspräsidium, das ist eine fachliche Einschätzung, können wir nicht sagen. Und im Übrigen, wir finden auch, dass Pizza Ananas nicht gut schmeckt. Ja? Oder ich die als stehen wahrscheinlich auf Spätzle mit Soße. Die stehen eher auf Spätzle mit Soße, genau. Ich auch, von daher bin ich da keine Gefährdung hier im Kreis. Okay. Aber das ist genau das, den 8a habe ich so lang nach oben gebracht, bis der Landrat selber dran war. Und natürlich gibt es da niemanden. Was jetzt? Ja?
Aber diese 8a-Sachen kann ich jetzt wieder vom Verwaltungsgericht anwenden. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber in dieser Unterlassungsklage, und das darf jetzt das Jugendamt ruhig wissen, die hier zuschauen, hallo Herr Landrat, falls Sie zuschauen, und Herr Barabaisch und die Frau Simone, ne, Sabine Blessing, oder auch die Frau Simone Müller und die Frau Helen Müller und so weiter. Das sind die Kinderrechteschänder, deren Namen ich mir merken kann, weil ich sie eben oft auch öffentlich erwähnt habe. Diese 8a-Gefährdungsmeldungen, da kam immer zurück, wir konnten nichts feststellen. Ja? Wir haben geprüft, aber wir konnten nichts feststellen. Ah, ihr habt geprüft. Okay, ich kriege ja jetzt alle Audiodatei haben die aber Akten. nicht angehört, oder? Nein, die Audiodatei hat keiner angehört. Das ist ja schon mal der Hinweis, dass sie nicht geprüft haben. Ja? Die Gefährdungseinschätzung ohne die Audiodatei kann gar nicht sein. Und das ist nämlich jetzt dieser andere Strang. Du kannst das System gegen sich selber anwenden am Familiengericht mit dem 1666 Absatz 4, wo ich auch übrigens gegen Jugendamtsleute, ja, und auch einen Familienhelfer gesagt habe, der gefährdet die Kinder. Und du kannst auch das System gegen sich selbst auf Ebene der Verwaltung, also Jugendamt und dann Verwaltungsgericht anwenden. Und den Strang, den teste ich eben auch da gerade aus. Okay. Genau, und ich hoffe halt, dass das, was da entwickelt wird an Methoden, in diesem Zusammenspiel rechtliches Vorgehen plus öffentliches Vorgehen, so wie es auch die Dina Birnat gemacht hat, ja, es geht auch Hand in Hand. Sobald eine Stellungnahme kommt vom Jugendamt, wie in meinem Fall, wo die sagen, ist nur unsere Meinung, ja, dann gehen natürlich Artikel online, die sagen, Jugendamt nimmt Kindern den Vater durch Hetze. Und es ist nichts anderes als Hetze, wenn das Jugendamt sagt, der gefährdet seine Kinder, ist aber nur unsere Meinung. Es ist Meinungsmache, Hetze, das ist durch. Es entspricht nicht dem Sachlichkeitsgebot, ja, dem das Jugendamt verpflichtet ist. Und so kann man aus allem, was da neu kommt, aus dem Gerichtsverfahren, auch wieder einen Artikel machen und der Öffentlichkeit zeigen, wie diese Behörden und Richter nicht nur versagen, sondern bewusst und gezielt Kindern schaden und Kinderrechte beugen. Werden wir sehen, wo das Thema mit dem Jugendamt vor dem Verwaltungsgericht noch hinläuft. Jedenfalls die Stellungnahme, es war doch alles nur eine, in Anführungszeichen, unverbindliche Meinung. Wir haben ja keine Fakten. Wir berufen uns auf die Meinungsfreiheit und das nächste Mal lesen wir Comics vor. Das ist ja letztendlich mehr oder weniger die Qualität, über die das Jugendamt hier freimütig die eigene Einschätzung stülpt. Also bleibt spannend, wann es dann hier zu den nächsten Verfahren vor dem Familiengericht betreffend deiner Kinder kommt. Momentan, was ich verstanden habe, gibt es jetzt noch keine Anhaltspunkte, dass es jetzt auf absehbare Zeit irgendwo diesbezüglich weitergeht. Oder gibt es für dich hier jetzt irgendwo Signale, wo der Richter-Lehleiter Nummer 2 der Ablehnungskette sozusagen nicht mehr da ist und ja durch jemand anders ersetzt wird? Könnte ja das Gericht schon relativ zügig über die Befangenheit von Dr. Bühler entscheiden. Tut es aber offensichtlich nicht, weil der formale Weg wohl von ganz oben, den du angefangen hast, bis nach unten erst nochmal abgeschlossen werden muss, indem er sich die jeweiligen Fälle anguckt. Oder was ist da zu deiner Einschätzung? Wann kann es vor dem Familiengericht wieder weitergehen? Und wann kannst du auch dieses Thema, das war doch alles nur eine ahnungslose Meinung von einer Helen Müller oder einer Frau Stark oder von wem auch immer, wann wirst du das vor das Familiengericht bringen können? Ja, also jetzt hängt es ja noch an einer Anhörungsrüge beim OLG Stuttgart. Dieser Herr Joachim Meyer, der da festgestellt hat im Indikativ, ich hätte eine wahnhafte Vorstellung, weil
nach meiner Meinung die Verfahrens, ja, nur meine Meinung, die Verfahrensbeteiligten und Richter meine Kinder schädigen würden, was ja durch die Befunde auch des Psychotherapeuten nachgewiesen ist. Da habe ich eine Anhörungsrüge gemacht mit einem Anwalt zusammen. Und da warte ich noch auf die Entscheidung. Das ist übrigens auch so ein interessanter Teilaspekt. Alles, was ich mit Anwalt mache, da schiffen die Richter dann drumherum. Ja? Die beachten das dann nicht, sondern die holen sich dann irgendwas anderes, was ich mal selber ohne Anwalt gesagt habe, und werfen mir das dann vor. Also das wird dann total konfus, wie bei dem Herrn Joachim Meyer. Ja? Da geht es dann nicht um die sofortige Beschwerde, um den Inhalt dort, sondern der holt sich dann aus allen anderen Familiengerichtsverfahren, wo kein Anwalt beteiligt war, alles Mögliche raus und sagt dann, der Grogans ist wahnhaft. Ja? Aber das, was mein Anwalt ihm geschickt hat, beachtet er mit keinem Wort. Und jetzt ging halt die Anhörungsrüge mit Anwalt ans OLG Stuttgart. Und da ist jetzt quasi das, was der Richter alles andere genommen hat, was ich ohne Anwalt ans Gericht geschrieben habe, plötzlich auch Teil dessen, was ein Anwalt ihm schickt. Ja? Ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt da rauslaviert. Aber wenn man sich's anschaut, Amtsgericht Ulm wurde jetzt eine neue Amtsdirektorin eingesetzt, die Frau Werner, Christiane Werner oder so. Und die kann ich nicht einschätzen. Ich habe jetzt vom Amtsgericht zwei Schreiben bekommen, die so zumindest den Anschein machen, als würde es dort jetzt ein bisschen korrekter abgehen. Ja. Ich meine, der Herr Dr. Bühler hat zu mir auch schon mal gesagt, er will, dass alles fair abläuft. Ja. Aber das war nur die Fassade. In Wahrheit lief alles völlig unfair und ungerecht ab und unrechtmäßig. Ja. Also nicht nur ungerecht im Sinne von moralisch, sondern wirklich rechtlich, Rechtsbeugung und so weiter, alles, was ich bisher erzählt habe. Also die Frau Werner kann ich nicht einschätzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn dann, also wenn das OLG jetzt sagt, wir geben diese Anhörungsrüge nicht nach, ja, und dieser Herr Wituschek hatte recht, dann heißt es ja, dass der Herr Wituschek und der Herr Lohrmann nicht mehr abgelehnt sind. Das heißt, der Herr Lohrmann könnte über die Ablehnung des Herrn Lehleiter, den Amtsgerichtsdirektor, entscheiden. Der ist ja aber nicht mehr Amtsgerichtsdirektor. Das heißt, der Beschluss des Herrn Lohrmann ist ganz einfach. Der sagt einfach, hat sich erledigt, weil der Herr Lehleiter mittlerweile nicht mehr im Amt ist. Dann käme die Frau Werner laut Geschäftsverteilungsplan ins Spiel. Die müsste dann über den Herrn Bühler entscheiden. Und das wird jetzt spannend, weil entweder ist der Herr Bühler zufällig auch nicht mehr am Amtsgericht Ulm, ja, weil er freiwillig irgendwohin sich hat versetzen lassen oder vielleicht jetzt bei der Staatsanwaltschaft arbeitet. Ich habe so den Eindruck, dass bei der Staatsanwaltschaft die Juristen arbeiten, die vorher als Richter irgendwas gemacht haben und man sie dann bei der Staatsanwaltschaft in die hintere Reihe geschoben hat und dann noch in Lohn und Brot hält. Aber das gilt jetzt wahrscheinlich nicht für alle Staatsanwälte. Also entweder ist der Herr Bühler irgendwie nicht mehr am AG oder die Frau Werner übernimmt einen Teil und dann gehöre ich da auch dazu zufällig. Oder ein ganz anderer Richter übernimmt es vom Herrn Bühler, weil dadurch, dass die Frau Werner jetzt der Amtsgerichtsdirektorin drin ist, kann man ja den Geschäftsverteilungsplan so ein bisschen neu durchwürfeln und vielleicht kommt es dann völlig unabsichtlich aus den Notwendigkeiten, dass eine neue Amtsdirektorin da ist, dazu, dass der Herr Bühler nicht mehr für uns zuständig ist. Und dann haben wir einen neuen Richter und vielleicht passiert es ja dann wie bei der Dina Birnat, bei der hat ja die neue Richterin dann eigentlich alles genau so festgestellt und im Beschluss niedergeschrieben, bis die Dina immer kritisiert hat und hat gesagt, dass diese Entscheidungen alle falsch waren. Das könnte so in die Richtung gehen, was da am Amtsgericht gerade läuft. Naja, vielleicht übernimmt ja der Herr Dr. Bühler dann die Landwirtschaftsfälle vom Herrn Lehleiter, dann kann er sich mit Pferden und Schweinen und sonst was beschäftigen. Ja, wobei ja, wir wissen ja, dass das Amtsgericht Ulm so mit Satire, mit IE, ja, mit
tierischen Inhalten so ihr Ach so. Problem hat, vor allem mit Tierfotos. Oh Gott. Okay, Entschuldigung, ich nehme das zurück. Ich habe das Thema Tiere jetzt nicht angesprochen. Ja, ich glaube nicht, dass du jetzt damit andeuten wolltest, dass du den Herrn Bühler beleidigen wolltest, indem du Nein, sagst, er kriegt natürlich nicht. vielleicht die landwirtschaftlichen Fälle. Ich wollte möglicherweise ja die Frau Werner anregen, hier den Geschäftsverteilungsplan dahingehend zu modifizieren, dass Bühler möglicherweise ja gewisse Fälle von Herrn Lehleiter übernehmen kann. Und dann würde Buchstabe G im Familienrecht frei und dann kann jemand anders ganz unbeschadet wieder von neuem anfangen. Genau, und das wäre so, das habe ich beim Fall Dina Birnat gesehen, auch bei anderen Fällen. Das ist so das, wie der Staat seine Fehler regelt. Ja. Es wird niemand entlassen. Es ist sogar eher so, ich denke, dass der Herr Bühler sogar befördert wird, ja, weil aus Sicht der Politik hat er doch das gemacht, was die herrschenden Politiker wollen. Die wollen das Residenzmodell. Siehe Giffey, siehe Lambrecht. In Baden-Württemberg haben wir die CDU und die Grünen an der Macht. Ja, die Grünen wollen das Wechselmodell nicht, die CDU auch nicht. Die wollen das Residenzmodell. Wenn du dich als Richter so verhältst, wie die Politiker das wollen, dann steigst du auf, ja, weil du bist zwar nur an das Gesetz gebunden, aber das Geld zahlt das Justizministerium. Das Gesetz, an das du gebunden bist, zahlt dir nicht deinen Lohn, ja. Und wenn es dann darum geht, ob du aufsteigst oder nicht in die nächste Berufsgruppe oder zu einem OLG kommst oder sonst irgendwohin, das entscheidet nicht das Gesetz, ja, das entscheiden dann die Politiker. Und kann mir gut vorstellen, dass der Herr Bühler für seine politikkonforme Rechtsbeugung von Kinderrechten nach oben weggelobt wird. Das hilft dann unseren Kindern, weil ich gehe davon aus, dass man am Amtsgericht Ulm sagen wird, ja, die Frau Werner wird keine Lust haben, da wie der Herr Bühler auf Freifahrt zu stehen. Ich weiß ja auch, dass das dem Herrn Bühler sehr nahe gegangen ist. Das kann ich einem Schreiben vom Herrn Lehleiter entnehmen, das ich in der Akte von der Staatsanwaltschaft gefunden habe, wo der Herr Lehleiter ja nicht nur, wie gesagt, sich echauffiert hat, dass ich da einen Richter vors Gericht bringe, sondern auch darüber, dass der Herr Bühler ganz viele entsetzte Anrufe bekäme, ja, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Und es ist auch nicht der Wortlaut, sondern es ist jetzt sinngemäß wiedergegeben. Also das, so Richter haben ja auch Kinder, ja, die werden älter, die kommen dann in das Alter, wo sie selber googeln und auf YouTube und irgendwann googelt ja jeder nach seinem Familiennamen, ja. Und wenn dann auf der ersten Seite unter den Top 3 ein Video über einen Richter drin ist und zwei Artikel über einen Richter und wo es dann heißt, der geht sadistisch gegen Kinder vor und so, glaube nicht, dass es irgendwie Kommt nicht gut. kommt nicht gut, gell? Also ich glaube, das finden die Kinder nicht gut, auch nicht von dem Landrat oder von der Jugendamtssachbearbeiterin oder von der Verfahrensbeiständin. Und es Ja steht ja gut, auch mit eigentlich. Freifam hast du ja schon, ich sag mal, die Zugriffszahlen, dass jede deiner Veröffentlichungen sofort auch bei Google sehr, sehr hoch gerankt ist. Das ist ja Ja, was, was man immer wieder jetzt mal festgestellt hat. das ist ganz einfach bei Behördenmitarbeitern und Richtern, weil die ja sowieso öffentlichkeitsscheu sind. Also da gibt es ja keine Bilder von den Leuten auf der Landratsamtswebsite. Manche Jugendamtsmitarbeiter, wie bei der Jessica, bei dem Fall, die unterschreiben ja nur mit J. Rabe, ja, die tun noch nicht mehr ihren Vornamen ganz angeben, ja. Aber den kriegen wir auch noch raus, den Vornamen, ja, dann bringen wir den auch noch öffentlich. Aber da ist es ganz einfach, dass du im Google-Ranking sofort auf Platz 1 kommst, ja. Und auch bei jemand wie dem Landrat, der ja schon jetzt auch in der Corona-Zeit gehäuft in Interviews drin ist und in Artikeln und so. Also seit ich angefangen habe, über den Landrat Heiner Schäffer zu schreiben, ist immer ein Artikel unter dem Top 10. Ja, und bei den Videos sowieso. Also ich glaube, ein Video von Freifam hat schon insgesamt mehr Betrachter gehabt als alle Videos des Landrats zusammen auf YouTube. Da hat Freifam mittlerweile eine echt starke Stellung und
Ich bin ja, wie gesagt, seit über 13 Jahren im Marketing global tätig. Dein Online-Profil, ja, ich meine, jeder googelt nach dir. Wenn der Nächste, der beim Dr. Bühler ein Familienrechtsverfahren was hat, was macht der? Sobald er sieht, wie der Richter heißt, googelt der nach dem. Und der wird die Artikel auf Freiwand senden und sich denken, entweder denken, ja, der Grogans, der spinnt doch, ja, oder sie sagen, hoppla, hui, Vorsicht ist die Mutter in der Porzellankiste, ja, der Richter Ja. Bühler, der Doktor Bühler, wow, da bin ich jetzt mal sehr vorsichtig. Und wenn man ganz schlau ist, sagt man, Herr Bühler, stimmt es, was da auf Freiwand über Sie geschrieben wird? Ja. Nee, also die Wirkung, wenn man das hier so nachvollzieht, ist bei Google ein sehr, sehr hohes Ranking. Ja, okay. Bevor wir jetzt noch den Ausblick machen, Freifam 2021, würde ich gerne noch das andere private Thema von dir noch kurz ansprechen. Das ist der 8. Februar. Du gehst ja sozusagen wirklich auch über verschiedenste Fachgerichte auf dem Weg nach vorne. 8. Februar, habe ich verstanden, wird dein Haus sozusagen, was du mit deiner Ex-Frau zusammen dir angeschafft hast, versteigert. Wie ist da die Wirkung? Wie ist die Reaktion A von deiner Ex-Frau? Wie ist die Reaktion von der Öffentlichkeit auf die Hinweise 8. Februar? Ja, also es ist ganz klar so, uns gehört dieses Eigenheim zusammen, 50-50. Wir haben das zusammen gebaut für uns und die Kinder. Und am Anfang unserer Trennung, da war ich sehr kulant, ja. Da habe ich ihr sogar vorgeschlagen, hey, wir können das Haus schon mal den Kindern überschreiben und du kriegst ein Wohnrecht, wie auch immer, ja. Immer wenn ich solche Vorschläge gemacht habe, hat sie versucht, es total auszunutzen. Ja? Also ich meine, ein Haus, dessen Wert von um die 500.000 hat, heute wahrscheinlich real bei der Versteigerung für 600.000 bis 700.000 weggehen wird, angesichts des jetzigen Immobilienmarkts. Wenn man da jemanden sagt, hey, ist okay für mich, lebe in dem Haus, wir überschreiten schon mal den Kindern, die erben es ja sowieso. Und dann sagst du aber, ja, ich will dann aber auch nur das Auto und ich will dieses und das und das gehört mir dann auch alles. Das geht ein bisschen zu weit, ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert ja gar nicht, ja. Wenn du da kulant bist, wenn du ihr entgegenkommst, Wird als Schwäche ausgelegt. sie erpresst mich sowieso mit den Kindern, ja, gibt die Kinder mir nicht und benutzt sie so in der Hinterhand. So auf die Art, wenn ich nicht krieg, was ich will, kriegst du die Kinder nicht. Ganz einfach. Das ist eine emotionale Erpressung, die da abläuft. Aber das kennen wahrscheinlich viele Scheidungseltern, die da auch vor Gericht Ja. dann vorgehen. Ja, hast du auch so erlebt. Genau. Und dann war für mich irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, quid pro quo. Ja? Ich habe Politikwissenschaft studiert, da macht man auch mal Spieltheorie. Es gibt ja dann dieses Gefangenendilemma und da habe ich mir das nochmal angeschaut, ja, und habe gesagt, ja, ich bin hier im Gefangenendilemma, ja, es sind quasi wie zu Zeiten des Kalten Krieges, ich muss mich auch bewaffnen, das Motto heißt ja quid pro quo, nur so kommst du aus dem Gefangenendilemma raus. Wenn einer zuschlägt, schlägst du genauso hart zurück und dann sagst du, wollen wir verhandeln? Wenn du wieder ans Reingedrückt kriegst, schlägst du wieder genau gleich zurück. Ja? Nicht körperlich, sondern verbal, gerichtlich, wie auch immer. Und das Haus ist halt genau eine so eine Waffe. Ja? Sie erpresst mich mit den Kindern, sie erpresst auch die Kinder mit dem Entzug der ältesten Tochter, sie erpresst die älteste Tochter mit dem Entzug der anderen drei Geschwister. Also auch da macht sie keinen Halt mehr vor den Kindern. Und das Haus ist da ganz knallhart mittlerweile eine Waffe, die ich da einsetze. Wenn sie bereit ist,
zu verhandeln, wenn sie den Wunsch der Kinder erfüllen will, bei beiden Eltern zu leben, was auch für das Kind, für die Kinder das Gesündeste ist, können wir verhandeln. Wird die Versteigerung des Hauses, kann dann vielleicht noch abgewendet werden. Ja, ich werde den Termin nicht verschieben. Das ist auch klar. Die Uhr tickt, tick-tack. Das ist einfach so. Wenn bis 8. Februar keine gemeinsame Lösung da ist, wird es halt versteigert. Damit habe ich auch kein Problem, weil ich habe das Haus gebaut mit ihr zusammen. Ja, meine Motivation war, dass da Kinder in bedingungsloser Liebe aufwachsen. Wenn jetzt drei von meinen Kindern dort noch mit der Mutter leben, die sie benutzt, um mich zu erpressen und unsere älteste Tochter zu erpressen, damit sie zurück zur Mutter geht, dann ist es keine bedingungslose Liebe in diesem Haus. Und dann will ich auch nicht, dass sie in dem Haus lebt. Und ich habe mittlerweile mit ganz vielen tollen Familien gesprochen. Eine hat sogar die gleiche Konstellation wie wir. Zwei ältere Töchter plus Zwillinge, ja, die da noch auch Altersabstand, ja, also, oder eine andere Familie, die ein Kind mit Behinderung adoptiert haben. Also wirklich tolle Familien, denen ich dieses Haus dann gönne. Und da weiß ich, da leben dann Menschen drin, die ihre Kinder bedingungslos lieben, die sie nicht benutzen für ihre eigenen Bedürfnisse, um ihre Rache zu stillen, ihren Hass zu stillen, um Kindesunterhalt zu bekommen und Kindergeld, um sich dieses Haus weiter leisten zu können. Nein, ich will einfach, dass da drin Kinder leben, die bedingungslos geliebt werden. Und wenn dann das Haus versteigert ist, dann hat meine Ex-Frau genug Geld, um irgendwo Miete zu zahlen oder vielleicht etwas Neues sich anzuschaffen, zu erwerben, zu kaufen. Und ich habe genug Geld. Und ich denke, die anderen drei Kinder werden mit Hilfe des Gerichts oder ohne Hilfe des Gerichts früher oder später sowieso bei mir leben. Ich hoffe, dass es dann die Möglichkeit gibt, dass sie im Wechselmodell leben. Wäre immer noch am besten. Ich hoffe, die Mutter versteht bis dahin irgendwas. Vielleicht gezwungenermaßen, wenn die Kinder dann alle bei mir sind und sagen, hey, du hast uns so schlecht behandelt, du hast uns den Papa genommen und die Schwester, wir wollen erstmal nicht mehr bei dir sein. Auch okay, ja. Aber mein Wunsch wäre schon, dass man es irgendwie hinkriegt, dass wir bei beiden Eltern sein können. Aber egal, dann ist das Geld da, ja, dann habe ich finanzielle Sicherheit, die ich den Kindern bieten kann. Alles wunderbar. Das Haus ist kein, der Verlust des Hauses, ja, ist kein echter Verlust, sondern zu Hause ist da, wo die Eltern sind, nicht da, wo die bestimmte vier Wände, eine bestimmte Straße oder sonst was ist. Okay. Ich denke, das war jetzt ein sehr umfangreicher Überblick über die Situation, in der du dich befindest, ein Stück weit auch, in der sich, ich sag mal, andere Nachtrennungskonstellationen bewegen, wie wir vorhin besprochen haben. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Ausblick mit dir machen ins Jahr 2021. Was werden da voraussichtlich die Entwicklungen sein? Was wird für dich im Jahr 2021 so ein Stück weit das wichtigste Thema sein? Also ich bin ja an der einen oder anderen Stelle auch als Coach tätig, wo ich den einen oder anderen hier frühzeitig unterstützen kann. Ursprünglich hatte ich mal gesagt, ich will mich hier, wenn mein ganzes Schlamassel um die Ecke ist, mit der Obdachlosenhilfe beschäftigen. Ich bin einen Schritt weitergegangen und habe gesagt, ich fange vorher an, bevor es so weit kommt, und versuche hier letztlich Eltern, die rausgekegelt werden, zu unterstützen. Funktioniert an vielen Stellen auch recht gut. Also auch wenn man andere immer wieder mal hört, dass es das Thema Wechselmodell nicht gibt, kann ich bestätigen, es gibt es doch, wenn man früh genug keine Fehler letztlich begeht in diesem gesamten Irrsinn. Deswegen ist für mich vollkommen klar, dieses Thema Wechselmodell, diese gleichberechtigte Elternschaft,
ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, der mich persönlich antreibt. Und ich weiß, das ist auch ein Thema, was dich antreibt. Und was hast du da für Ziele für das nächste Jahr? Also erstmal finde ich es toll, dass du so stark dabei bist. Ja, also du hast ja vom BGH den Wechselmodellbeschluss erwirkt, auch wenn er quasi eine Mogelpackung ist, was das Wechselmodell zur Deeskalation, ja, der BGH hat es ausgeschlossen, die Hochstrittigkeit, das hat dann im Grunde das Positive wieder zunichte gemacht in dem Beschluss, den du erwirkt hast. Aber du hast ja da nicht aufgegeben. Ja? Du hast dann dir überlegt, wie kann ich da weitermachen, dass sich das weiterentwickelt. Du hast da, würde ich sagen, eine Welle angestoßen. Weil ich habe ja auch, ja, Wechselmodell, das war ja so, dass damals eine Bekannte von mir gesagt hat, hey, da gab es einen Entschluss vom BGH zum Wechselmodell. Und ich, Wechselmodell, was ist das? Ja, dann hat sie es mir erklärt und ich gesagt, ja, genau, das wollen ja meine Kinder. Und damals kannte ich dich ja noch nicht. Und deshalb, ich glaube, so geht es vielen, ja. Ja. Die hören von diesem Wechselmodellbeschluss, sagen, hey, ich kann ja das Wechselmodell bekommen, geht ja auch gegen meine Ex-Frau oder gegen meinen Ex-Partner, super, mache ich. Dass es dann vor Gericht natürlich dann ganz anders abläuft, ist wieder eine andere Frage. Aber im Grunde, diese Welle hilft, dass die Gerichte überschwemmt werden mit Eltern, die das Wechselmodell wollen. Und das wird irgendwann zu einem Dammbruch führen. Und dann hast du dir ja überlegt, hey, was kann ich machen, um das noch zu beschleunigen? Und da finde ich es toll, dass wir mittlerweile so eng zusammenarbeiten. Und wir haben ja auch so diese Idee entwickelt, die wir jetzt präsentieren wollen, die so Hand in Hand mit meinem medialen Vorgehen, mit meinen juristischen Grenzerfahrungen, wie du gesagt hast. Ja. Also das System gegen das System anwenden, sind ja auch so, ich sag mal so, auch Meta-Vorgehensweisen. Ich denke, dass wir so auf dem Weg sind, du und ich auch zusammen mit den anderen Leuten, die im Hintergrund sind, ja auch Anwälte, Juristen, die da, ich sage mal, ein Stück weit auch im System drin sind. Wir sind ja beide keine Juristen. Dass wir da einen Gegenablauf zu dem Ablauf am Gericht machen können. Und weiß nicht, ob du den Film Tenet gesehen hast von dem Regisseur, der auch Inception so gemacht hat. Da macht man ja keine Zeitreise, sondern invertiert die Zeit. Ja? Du gehst durch dein Leben und dann gehst du in diese Maschine rein und dann läufst du quasi dem Strang davor entgegen. Du gehst in der Zeit zurück, aber ja, du gehst in der Vergangenheit die Zeit zurück, also du musst sie zurücklaufen, sozusagen. Genau. Und dieses Invertieren, ich glaube, das ist unser Versuch. Wir versuchen, die Abläufe vom Jugendamt und Familiengericht, die sind immer gleich. Das sehen wir ja auch am Fall von der Jessica. Es wird behauptet, die Mutter oder der Vater gefährdet das Kind, damit die Kinder einem Elternteil zugewiesen werden. Da gibt es einen Gutachter, der irgendwas schreibt, was hanebüchen ist, was überhaupt gar keine Relevanz mit Tatsachen zu tun hat. Ja? Es wird da einfach nur eine Meinung wiedergegeben, wie wir auch beim Jugendamt wissen. Jugendamt auch gibt irgendeine Meinung zum Besten. Verfahrensbeistand auch. Daraus wird dann irgendein Beschluss gepfriemelt von dem Richter und am AG und der wird dann vom OLG bestätigt. Das sind alles rein politische Entscheidungen und die Abläufe sind immer gleich. Und wenn du anfängst, dich dagegen aufzulehnen, sagt man irgendwann, wie bei der Jessica, na, dann müssen wir jetzt zwei Psychiater holen, die diese Mutter mal untersuchen, weil irgendwas stimmt mit der nicht. Die lehnt sich ja gegen uns auf, ja, steht dann zwischen den Zeilen. Bei mir sagt man dann am OLG Stuttgart, wenn man der Richter Joachim Meyer ist, dann gleich, der hat wahnhafte Vorstellungen. Da braucht man schon gar keinen Psychiater, das kann der Richter da selber. Mhm. Ja. Und diese Abläufe sind immer dieselben. Es sind wie Legosteine, die aufeinander gebaut werden. Wenn man es am Anfang schafft, dass die Eltern sich gütlich einigen und es vom Gericht abgesegnet wird, dann muss man nicht die ganz harte Tour fahren. Aber wenn einer sich nicht beugt, dann wird es halt immer härter. Dann verlierst du halt irgendwann deine Kinder komplett. Warum? Aus keinem tatsächlichen Grund, sondern einfach nur, weil man sagt, nach der Trennung
Wenn die Eltern sich nicht einig sind, müssen die zu einem Elternteil. Punkt. Da gibt es auch dann wieder, wie die Walper, Pseudopsychologen, Pseudowissenschaftler, mit denen sich der ganze Quatsch begründen lässt. Aber gegen diesen eingefahrenen Mechanismus, gegen den bauen wir etwas, wo wir rechtlich das System gegen sich selbst anwenden, wo wir versuchen, so Schaltmechanismen zu finden, wie diese Unterlassungsklage gegen das Jugendamt, wo wir sagen, solange keine Gefährdungseinschätzung gemacht wurde, dürfen die auch nicht behaupten, es bestehe eine Gefährdung. Diese Sachen zusammen mit der Öffentlichkeitsarbeit, die erlauben uns gegen diesen eingefahrenen Systemablauf von Jugendamt, Familiengericht vorzugehen. Und die Öffentlichkeit ist das Entscheidende, weil sonst alles hinter verschlossenen Türen läuft. Ich habe erst kürzlich von einem Vater erfahren, den hat man heimlich entmündigt. Der wusste gar nicht, dass er entmündigt wurde. Geht sowas. Und der hat zu mir gesagt, Sandro, ich glaube, bei dir trauen die sich das nicht mehr, weil schon zu viel Öffentlichkeit da ist. Und genau das ist es. Das eine war die Dina im Dezember 2019. Das andere war Gustl Mollat. Ich habe 2-3 Wochen lang mir alles reingezogen zum Fall Gustl Mollat. Und mir war klar, ich werde nicht erst, nachdem ich 6 Monate in der Psychiatrie war, mich an die Öffentlichkeit wenden, sondern ich werde es im Januar jetzt sofort machen. Ganz klar, scharfe Kritik, Namen nennen, keinen mehr im Dunkeln lassen, sondern alle rausziehen ins Licht. Weil das war für den Gustl Mollat die einzige Chance und das ist für jeden am Familiengericht, da der entsorgte Elternteil ist, die einzige Chance, die bleibt. Zusammen mit dem Rechtlichen, aber das Öffentliche schützt einen davor, dass es einem wie Mollat geht, dass man irgendwann psychiatrisiert wird, pathologisiert wird, dass gesagt wird, ja, also jetzt beharrt er immer noch darauf, dass wir seine Kinder gefährden. Mit dem stimmt was nicht, ja. Der muss doch mal endlich einsichtig sein und verstehen, dass wir als Richter seine Kinder nicht schädigen. Ein Geisterfahrer, Tausende. Genau, wenn nur alle zusammen Kinderrechte beugen, dann sind die die Verrückten, die sagen, ihr beugt die Kinderrechte. Okay, das heißt also im ersten Schritt mal, die Entwicklung wird in die Richtung gehen, dass wir in der nächsten Zeit irgendwann mal einen, ich nenne es jetzt mal Download-Bereich bei dir sehen werden, wo du ein Stück weit Musteranträge letztendlich zur Verfügung stellst. Es gibt ja jetzt schon einen Download-Bereich, aber den wirst du voraussichtlich noch entsprechend erweitern und um dann auch nochmal das Ganze, ich sag mal, für den Anwender, für die Anwender, für die Vielzahl der betroffenen Eltern letztendlich nutzbarer zu machen, wird es dann darum gehen, kurze Tutorials zu haben hinsichtlich der einzelnen Teilbereiche und hinsichtlich der Strategie. Habe ich das so richtig verstanden? Also die Idee ist wirklich, so eine Art Open-Source-Community aufzubauen, um das Vorgehen, das ich jetzt in 2020 auch mit dir, vor allem mit dir, aber auch mit anderen entwickelt habe, dass wir das rausbringen und zwar umsonst. Alles, was wir an Wissen haben, alles, was ich geschrieben habe, alles, was funktioniert hat, ja, alles Learning daraus, es ist ja Learning by Doing, ja, klar. Geht in die Öffentlichkeit. Und es ist ja so, ich habe ja Erfahrung mit dieser Open-Source-Bewegung. Falls jemand nicht weiß, das ist das mit Linux, freie Software, die man entwickelt, in die Öffentlichkeit gibt und jeder kann sie benutzen umsonst. Und ich bin ja Spezialist für Marketing in diesem Bereich. Ich weiß, wie man mit Software, die frei zur Verfügung steht im Internet, Geld verdienen kann. Ich weiß, wie man kommuniziert, um sowas attraktiv zu machen. Ich habe gesehen von Anfang an, wie eine Bewegung, die der Geschäftsführer der größten Softwarefirma der Welt, ja, Steve Ballmer bei Microsoft, als der noch gesagt hat, das ist
Cancer, ja, das ist Krebs, das zerstört unsere Wirtschaft. Ich habe das noch erlebt. Da wurden die Leute sozusagen öffentlich bekämpft, als Kommunisten beschimpft. Und heute macht Microsoft mit Open Source, ich glaube, mehr Geld als mit seinen proprietären Produkten über ihr Cloud-Angebot. Und Microsoft ist doch mittlerweile die Firma, die am meisten Code für freie Software entwickelt, für Open Source Software. Da steht sogar Google hinten dran und Googles Businessmodell konnte sowieso nur auf Basis von Open Source Software entstehen, weil sonst wäre es viel zu teuer gewesen, diese Massen an Suchservern aufzubauen. Auch Facebook hätte es Open Source, ohne Open Source nie gegeben. Ich habe also von Anfang an miterlebt, wie eine Bewegung, die ein Außenseiter war in der Gesellschaft, auf die fast schon gespuckt wurde, wie die nicht nur zum Standard wurde, sondern zu einem Katalysator für eine extreme technologische Weiterentwicklung. In jedem Auto steckt Open Source drin. Jedes Android-Handy hat Open Source drin. Ohne Open Source läuft kein Android-Handy. macOS, iOS basiert alles auf Open Source Software, auf einer BSD-Variante, auf einer Linux-Variante. Ich habe das miterlebt und ich sehe genau dasselbe im Bereich des Familienrechts. Und dieser Ansatz, den ich da gehe, auch zum Beispiel die Artikel, die ich schreibe, wenn es mal jemand beobachtet hat, es kann sein, dass ich 2 Wochen später noch was an dem Artikel verändere und verfeinere. Ich versuche schon, die Artikel so rauszubringen, dass die zu 80%, 90% dem entsprechen, was dann bleibt. Aber ich bin nicht der Journalist, der sagt, das muss so bleiben, ich darf da nichts mehr dran verändern, sondern ich verändere da schon noch was dran. Warum? Weil ich diese Open-Source-Idee reinbringen. Wenn ich da nach einer Woche noch eine Idee habe, die eine Formulierung schärfer macht, dann verändere ich die auch. So wie ich Software verbessere, neue Features reinbaue und Fehler behebe, Stück für Stück über die Zeit. Und das ist die ganze Idee hinter Freifam, dass die Leute, die da einen anderen Ansatz fahren, ja, und nicht wie Papa, Mama auch, Väter-Abo für Kinder, diese Old-Style- Bewegung versuchen, ja. Es ist ja eine egalitäre Bewegung, aber Demonstrationen, so wie damals in der dritten Welle des Feminismus, wird nicht funktionieren. Und so ist auch das, was man beim Väteraufbruch versucht, dass man da versucht, mit einer Frau Giffey zu reden, die damals noch eine Dr. Giffey war, jetzt nicht mehr, ja, freiwillig. Kaffee getrunken hat. Genau, das macht gar keinen Sinn. Das ist Lobbyarbeit im Stil der 80er, 90er Jahre. Wir haben Social Media, wir haben Open Source, wir haben eine Differenzierung von Kanälen. Jeder ist heute seine eigene ARD, jeder ist heute seine eigene Süddeutsche, jeder kann auf Facebook irgendeinen Mist schreiben oder was Gutes schreiben, wie auch immer. Es gibt keine Grenzen mehr. Klar, es werden die ein oder anderen Videos und Kanäle geschlossen auf YouTube. Das ist noch ein Problem, da muss man noch dran feilen. Aber ich sage mal, die Änderungen in der Gesellschaft werden aus diesen neuen Medien kommen, weil die Behörden und Richter nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ein Richter hat grundsätzlich das Problem, dass er nicht auf Freifam gehen kann und einen Kommentar unter das Posting zu seinem Artikel setzen kann und sagen kann, ich bin Dr. Markus Bühler und was hier steht, stimmt nicht. Kann er nicht. Er ist Richter. Er hat sich dem zu enthalten. Und kein Politiker wird sich vor den Dr. Bühler stellen und sagen: Hallo, ich bin der Dr. ist ein Dr. Guido Wolf, ja, Justizminister von Baden-Württemberg. Folgende, ja, machen die auch nicht. Die wissen nicht, wie sie damit umgehen. Auch die Jugendamtsmitarbeiter, was sollen die machen? So eine Sachbearbeiterin auf Facebook was schreiben? Nee, dürfen die auch nicht. Das muss alles vom Vorgesetzten abgesegnet werden. Das muss dann durch die Presseabteilung gehen und so weiter. Und erst heute, am 28. Dezember, ja, der Alb-Donau-Kreis hat eine Facebook-Page aufgemacht, ich glaube Ende Oktober, so in der Zeit, als der Amtsgerichtsdirektor gegangen ist, da war wirklich jetzt kein Zusammenhang. Die haben auf die Facebook-Page erstellt, Alb-Donau-Kreis, Alb-Donau-Kreis.
Und da haben sie am 24. einen Artikel veröffentlicht, ja, Landrat wünscht frohe Weihnachten, wird schwer wegen Corona, bla bla. Da habe ich drunter einen Artikel gesetzt, einen Kommentar gesetzt mit Link auf einen Artikel, wo ich sage in dem Artikel, dass der Landrat Heiner Scheffold der König Herodes der psychischen Kindesmisshandlung im Alb-Donau-Kreis ist, wo ich voll dahinter stehe. Und habe in dem Kommentar noch geschrieben, dass man ja laut Staatsanwaltschaft den Landrat einen Kinderrechteschänder nennen darf und dass ich vermute, dass mein Kommentar gelöscht werden wird, ja, obwohl es ja eine öffentliche Behörde ist. Das war so der Wink mit dem Zaunfall. Und der Artikel stand, der Kommentar blieb da stehen bis heute, ja. Also erster Arbeitstag nach Heiligabend war der weg. Da habe ich einen Kommentar geschrieben und habe darauf hingewiesen, dass ja amtliche Facebook-Accounts an das Grundrecht gebunden sind und nicht einfach so nach Gutdünken Kommentare löschen können. Die müssen die Meinungsfreiheit ermöglichen, ja. Schwupps kam ein Kommentar, ja, es sei aus Versehen, versehentlich gelöscht worden und man könnte ihn aber leider nicht mehr wiederherstellen. Ob ich denn den Kommentar nochmal posten will, was ich natürlich gemacht habe. Ja. Aber das zeigt, die haben keine Ahnung, wie sie mit den Social Media umgehen. Und jetzt haben sie sich mit diesem Facebook, mit dieser Facebook-Page selber ein Ei gelegt, weil jetzt kann ich immer wieder da kommentieren. Kann immer wieder, wenn es zu einem Beitrag passt, zeigen, wie der Landrat sich verhält. Dass er ein Kinderrechteschänder ist, dass er kinderrechtefeindliche Amtsführung betreibt. Und ich glaube, das ist genau das, was Papa, Mama auch, Federaufbruch für Kinder, ISUF nicht verstehen. Die haben Angst, wenn man da Richter beim Namen nennt, öffentlich kritisiert und so weiter. Das ist überhaupt gar kein Problem. Der Strafprozess, der da gegen mich läuft, der ist Pillepalle. Der ist erstens, weil ich mir Gedanken gemacht habe auf Basis eines Gesprächs mit einem Psychotherapeuten, ja, was denn die Psyche des Herrn Dr. Bühler ist, ja, wie seine Kindheit war, ob er denn von seinem Vater geschlagen wurde und deshalb einen Hass auf mich hat, was er in seinen Entscheidungen ausdrückt. Zweitens, weil ich gesagt habe, dass wir auf Freifahren, wenn wir keine Richterfotos haben, stattdessen Tierfotos nehmen. Das ist reine Satire. Ja, Satire mit IE, das E in Klammern, also es ist eine tierische Satire, wie auch immer. Ja. Und das Zweite, weil ich ein Foto vom Herrn Bühler seiner Website benutzt habe, was auch kein Problem ist, weil er hat es ja selber zur Verfügung gestellt. Ja. Und wenn man sich dann mal anschaut, was ich alles geschrieben habe, ich habe gesagt, dass der Dr. Bühler meine Kinder psychisch schädigt. Ich habe gesagt, dass er einen Psychokrieg gegen meine Kinder macht. Ich habe gesagt, dass er Rechtsbeugung begeht. Ich habe gesagt, dass er lügt, um die Politik durchzusetzen. Wenn man sich das alles anschaut, was ich alles öffentlich sagen konnte, ohne Probleme und was ja auch Teil der Meinungsfreiheit ist, dann ist dieser Strafprozess lächerlich. Und ich mache mir da überhaupt keinen Kopf wegen diesem Strafprozess. Das ist ein wunderbares Mittel, um auch die Fehler, die in dem Strafprozess jetzt schon offensichtlich sind, darzustellen. Um zu zeigen, wie selbst Strafrichter noch mithelfen, Kinderrechte zu beugen und das alles zu vertuschen, das werde ich auch alles knallhart öffentlich unter Namensnennung, ja, der Wolfgang Lampay in dem Fall, auch bringen. Also, ich denke, die Strategie von Freifam ist die, die die Veränderung bringt. Was ist dann deine Prognose, wenn der Dr. Bühler auf einmal mit 3 bis 5 Fällen wie dich konfrontiert ist, wenn er hier 5 Sandros in seiner Kundschaft hat? Wie sieht dann sein Arbeitsalltag aus? Also das ist ja die Idee, dadurch, dass wir das in die Öffentlichkeit bringen, so früh wie möglich, ja, wenn ich die Zeit habe, wenn andere Leute da mithelfen wollen, dann können wir das alles rausbringen. Dann gibt es diesen Trickle-Up-Effekt, ja, wie so Blubberblasen im Sodawasser.
dann geht es nach oben. Das werden immer mehr. Man vernetzt sich ja. Das Netzwerk wächst exponentiell. Und dann werden immer mehr Leute diese Strategie sehen, wo wir wissen ja noch nicht, ob sie funktioniert in meinem Fall. Ja, das ist ja jetzt, wir sind jetzt so an dem entscheidenden Punkt, ja, an diesem Tipping Point, wo das Ganze umkippen könnte. Ja. Entweder sehe ich die Kinder im Wechselmodell oder ich werde in die Psychiatrie gesteckt oder die Kinder ins Pflegeheim, wie auch immer. Ja. Also das wissen wir noch nicht. Aber wenn es funktioniert, dann wird genau das passieren. Dann wird ein Richter plötzlich fünf solche Sandro Grogans haben, die Ablehnungsgesuche machen, Erdungsgespräche gegen den Richter, die vors Verwaltungsgericht gehen. Das Jugendamt sagt dann, war nur unsere Meinung, wir haben keine Gefährdungseinschätzung gemacht. Ja. Und am Schluss stehen alle dumm da, weil im Grunde einem Vater oder einer Mutter die Kinder genommen wurden, weil ihnen Pizza Hawaii persönlich nicht schmeckt. Und dann kollabiert wahrscheinlich das System, weil die Welle, die du ins Rollen gebracht hast mit dem Wechselmodellbeschluss, ja, dass naive Väter wieder sagen, hey, ich kann das Wechselmodell bekommen, dann vor Gericht gehen, und dann merken, wie sie betrogen werden, ja, wie diese Rechtsbeugung von Kinderrechten des BGH greift, die auch in deinem Beschluss drin ist. Wenn die dann sagen, Moment, was passiert hier? Und dann anfangen, im Internet zu recherchieren, nach Freifam kommen. Viel Spaß. Ich glaube, dass sind die Familiengerichte in 2, 3 Jahren so dicke Probleme haben und auch das Bundesverfassungsgericht mit seinem verfassungswidrigen und apodiktischen Beschluss, dass rechtlich Entscheidungen von Fachgerichten nicht Ursache einer Kindeswohlgefährdung sein können, dass das alles kippt und auch die Rechtsbeugung vom BGH. Weil halt auch noch das öffentliche Element dazukommt, weil halt vor Ort in den Kreisen, in den Jugendämtern ganz konkret die Menschen benannt werden, die diese Rechtsbeugung, die der BGH legalisiert, umsetzen vor Ort im Sinne der Politik. Okay, das heißt also, wir haben für 2021 und 2022 eigentlich schon unsere Agenda. Die steht fest, ja. Okay, dann wünsche ich dir auch ganz höchstpersönlich in dieser Phase viel Kraft, viel Energie. Halte durch. Ist keine einfache Zeit, es sind noch viele Entscheidungen, die jetzt vor dir sind, aber ich drücke dir ganz feste die Daumen und ich unterstütze dich, soweit es in meinen Möglichkeiten ist. Danke, Klaus. Und auch hier noch der Hinweis an die Zuschauer, dass wenn mich jemand fragt, rechtliche Dinge, dann leite ich die Leute ja mittlerweile alle an dich. Ja? Dann gebe ich denen deine E-Mail-Adresse und sage, red mit dem Klaus Fiegel, der kann da dich coachen, was so die familiengerichtlichen und Jugendamtssachen haben. Und du hast ja auch Kontakte zu Anwälten, die da bereit sind, auch das System gegen das System anzuwenden. Ja. Die Anwälte muss man ja auch erstmal finden und kennen. Aber da gibt es ja genug Anwälte, die da keinen Schmerz haben, ja, vorzugehen. Ich glaube, wichtig ist immer, dass die nicht in dem Kreis tätig sind oder wohnhaft sind, wo dann der Gerichtsstand ist oder auch das Jugendamt tätig ist. Und ja, man kann auch nicht stark genug betonen, welchen Anteil du an der Entwicklung von Freifam hast und auch an der Entwicklung dieser Strategie, dass man da so ein Paket schnürt, das auch Open Source mäßig macht. Und ich denke, dass in diesem Ökosystem, das sich da entwickelt, das ist jetzt schon zart mit jemand wie der Jessica und den anderen Eltern, die auch für die Videointerviews bereitstanden und ja da auch ihre Tricks, ja, auch mitgeteilt haben, auch wie ihre Kinder da es geschafft haben, aus den Fängen des Jugendamts rauszukommen, dass wir da ein Ökosystem aufbauen, von dem ja dann auch Anwälte profitieren, ja, weil am Anfang hat mir jemand, der mir viel geholfen hat, gesagt, ja, Verwaltungsgericht, da brauchst du einen Anwalt, Verwaltungsgericht ist ganz anders als Familiengericht, ja. Ich habe jetzt noch keine Erfolge vom Verwaltungsgericht, aber
Ich habe den Eindruck, das ist auch etwas, was man hinbekommen kann. Ja? Da braucht man keine Angst davor haben. Und wenn wir es damit Freifam schaffen, ein Ökosystem zu bauen, wo Eltern, ja, und auch wirklich nicht nur Eltern, die irgendwie geschieden sind und wo einem das Wechselmodell nicht gewährt wird, sondern auch Eltern, wo die Kinder genommen werden in Obhutnahmen, unrechtmäßige Obhutnahmen, wie jetzt bei der Dina Birnat. Das gehört alles dazu. Wenn wir dann ein Ökosystem bauen, wo die Informationen alle frei fließen und dann jemand, der das nicht selber machen kann, sich an eine kompetente Person wenden kann, wie du, oder auch aus dem Ökosystem heraus sich an einen Anwalt wenden kann, wo ich weiß, dieser Anwalt kennt sozusagen die Freifarm-Methode, dieser Anwalt steht auf meiner Seite, ja. Wie zum Beispiel auch diese Organisation, die den Kinderschutzbund ersetzt hätte in meinem Fall. Da hat das dortige Jugendamt über die gesagt, dem für uns zuständigen Jugendamt, sinngemäß, dass diese Organisation sich zu sehr auf die Seite der Eltern stellen würde. Ja, da wusste ich, Bingo, das ist die richtige Organisation. Ja. Und dieses Ökosystem, das möchte ich aufbauen, mit dir zusammen. Packen wir es an. Alles Gute. Klaus, danke dir. Dir auch. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao. Ihr könnt diesen Kanal abonnieren, dann bekommt ihr Benachrichtigungen automatisch über alle neuen Videos. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr wirklich über alle Videos benachrichtigt werdet. Und wenn ihr wissen wollt, was so auf der Website passiert oder welche neuen Videos es gibt, dann könnt ihr uns auf Twitter folgen oder auf Facebook. Wenn ihr einen Fall habt, über den wir berichten sollen auf Freifam, dann schreibt uns an info@freifam.de. Und last but not least, du kannst auch spenden für Freifam. Jeden Cent deiner Spende werden wir verwenden, um unsere neuesten Artikel auf Facebook oder Twitter zu bewerben. So ermöglichst du uns, die Reichweite von Freifam zu erhöhen.